Jo, Leute, was geht? Euer Shizufutsu hier. Ich streame täglich auf Twitch. Joint auf meinen Discord, kommt auf meinen Twitch-Channel vorbei. Lasst uns zusammen Spaß haben bei Poco und Diamant aktuell und ab Freitag bei den Remakes mit einem 24-Stunden-Stream. Bis dahin, euer Shizufutsu. Einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen weiter Poco und Diamant Randomizer. patentierten Wurst-Zoo-Schlüpfer. Okay, der wäre natürlich nice. Auf meinen Ohren muss ich es noch ein bisschen leiser machen, wie immer. Ich töte mich hier immer halb, wenn ich immer den Stream starte. Werde vielleicht auch noch reinklicken ins Spiel. Ein neuer Background. Ja, ich habe den Kraterberg mal in den Hintergrund gepackt, aber irgendwie auch, naja. Hast nicht. Bestimmt hast du geschwitzt beim Setup. Nee, ich werde heute Abend noch schwitzen. Weil ich heute Abend wahrscheinlich noch von Streamlabs OBS zum normalen OBS wechsle und ich ein anderes Pokémon-Catch-Ding einfüge. Ich bin aber noch unsicher, aber sehr wahrscheinlich wird das kommen. Ja, wir haben die zweite Arena fertig. Wir wollten jetzt hier in den Kraterberg, glaube ich, gehen, ne? Da haben wir das letzte Mal gespeichert auf jeden Fall. Schauen direkt mal rein. Geht direkt gut los hier. Was geht? Agmeta, herzlich willkommen im Spiel. Schön, im Spiel, sei schon im Stream. Schön, dass du da bist. Wir spielen wieder Pokémon Diamant. Da wollte ich hin. Oh, unser guter Erik hat nur noch 8 HP. Wusste ich natürlich. Super. Schön, dass du direkt da bist. Können wir mit euch beiden ja hier schon loslegen, gut, ne? Meistens sind die am Anfang immer nicht so viele da. Das heißt, das bindet sich heute vielleicht noch ein bisschen. Mal schauen. Heil mich mal, Digga. Ich dachte, wir lassen das jetzt so. Vom Sound her ist das super. Nee, wir sollten nochmal zum Pokémon Center zurückgehen. Wir sollten nicht echt leveln. Und deswegen brauchen wir dich an erster Stelle hier. Irgendwie was. Okay, ja doch, wir können ja hier runter. Da können wir uns hier heilen, ne? Das ist ja eigentlich egal. Wir kommen mit dem Fahrrad da eigentlich hoch. Auch wenn ich den Fahrradskill nicht so habe. Wie geht's euch beiden heute? Alles gut bei euch? Wie war euer Tag heute? Erik, du hast ja heute Urlaub, ne? Wie war's bei dir, Ark? Ich habe heute Mega Man X4 für die Archivseite gespielt und habe fast alle davon. War geil. Okay, geil. Dann das bockt bestimmt, wenn man dann immer noch seine Archive sammeln kann. Und du magst diese ganzen alten Retro-Spiele. Ja, genau das Richtige bei dir. Und habe vorhin das Gex 1 angefangen. Okay, Gex 1, was ist das von. Auch von Mega Man was? Oder. Ich weiß, ich kann halt leider nichts anfangen. Tut mir ja leid, ne? Aber ich weiß nichts. Ganz gut, Arbeit war chillig. Ich war noch bei GameStop mir eine neue Figur gekauft. Sind bei GameStop die Figuren wenigstens mit Fernpreisen oder sind die genauso wie alle anderen Sachen auch und einfach unfair überteuert? Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt, in einer Welt, wo nur die Zeit floss und der Raum sich dehnt, sollte es keine Twiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Welche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit? Die Welt wurde durch Streit zugrunde gerichtet. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Oh, dem geht's gut, oder? Hier ist ein anderes Maskottchen. Was eine Figur. Meine Totori-Figur kommt bei den nächsten Monaten. Ja. Das weiß ich ja, dass seine Figur dann kommt. Warum kommt hier Medite, Mascholo? Die Pokémon gehören sogar hier in die Gegend, oder? Aua. Okay, Erik. Das war Erik. Erik hat keine gute Leistung heute abgegeben, passiert. Jeder hat mal einen schlechten Tag, ne, Erik? Passiert. Ich werde mit ihr knuddeln. Achso, du wirst sie mit ins Bett nehmen, sagst du. Wird das so eine Geschichte? Ja, wo geht's hier weiter, wo nicht? Hölle, ja, wusch. Von dem Anime The Rising of Shield Hero, den Hauptcharakter. Ich bekomme immer Rabatt, weil ich die Leute kenne. Okay, das ist nice. Rising of Shield Hero war von Super Anime. Gibt's da schon die zweite Staffel? Ich habe auf jeden Fall nur die erste gesehen und soll ja eine zweite kommen oder ist die schon gekommen? Dann muss ich sie auf jeden Fall noch nachholen. Die erste Staffel fand ich halt auch echt stark. Obwohl ich so ein bisschen Angst habe, dass die Story da vielleicht auch ein bisschen auseinander geht. Ist der Randomizer irgendwie hier aus? Sind das nicht hier die normalen Pokémon, die hier auch leben? Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Wäre aber weird, wenn einfach sich der Randomizer abschalten würde. Das gibt's doch hier nicht, ey.
Kann doch nicht sein, dass hier im Kraterberg ganz normale Pokémon spawnen. Okay, das wäre ja derselbe Weg gewesen, du bist ja drüber, oder? Ah ja. Oh, okay. Na dann. Die zweite wurde verschoben auf April nächstes Jahr. Ah, okay, so war das, weil ich habe gehört, dass es in irgendeiner Winterseason kommen soll. Das wird so erst in der. Ja, in der Frühlingsseason kommen, ne? Ja, gut. Kann man machen. Lieber verschieben sie es und machen es vernünftig, anstatt irgendeinen Quatsch. Deswegen. Ja, das stört mich wenig. So, noch einen kleinen Stein, machen noch einen Tempohieb drüber. Lebensula ist super für uns. Tempohieb ist so unfair, ne? So, finden wir hier nochmal hohes Gras? Da, okay. Jo, lass mich durch. Ich will da zum hohen Gras. Oh, guck mal, Fußstrahl. Nice. Und meanwhile kommt Panferno wieder raus. Bitte Panpyro. Panferno wird's ja noch später. Weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar Rising of Shield Hero sehr, sehr hoch bewertet. Also ich bewerte ja immer die Anime, die ich gucke. Haufenweise, was Gags und Gags. Oh, der Witz ist schlecht. Hilfe, Erik. Schlechter Witz. Auf jeden Fall, ich habe ja, ich bewerte mir immer mein Anime, die ich geguckt habe. Ich habe so, keine Ahnung, um die 200, glaube ich, gesehen. Anime. Bisschen mehr. Und muss sagen, ja, sehr interessant da immer. Richtung von, ja, was ich jetzt gut finde und was nicht, und ich denke hier echt, mein Randomizer ist aus. Muss ich den wieder, muss ich den nochmal drüber patchen? Gibt's doch nicht, oder? Oder sollte ich nochmal was, soll ich nachgucken? Aber, oh mein Gott, ich glaube, das hier hätte ich öffnen. Ja? Moment, habe ich das falsche geöffnet? Wir fangen nochmal neu an hier. Wir schauen hier nochmal. Erste Nachricht, Schäden. Hallo Schäden, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Joker streamt aber noch, ne? Wenn du hier Poker fangen möchtest, musst du erst Poker starten, Chat. Genau, so sagt er das selber auch. Okay, perfekt. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, ein Rotom schon wieder. Du hast eigentlich mit dem Steinhagel gewonnen, Schottet? Ja, ne? Ja, sehr schön. Aber ich überlege, ob ich auch Epic Legendary Pokémon, ja, Epic Arceus, ne? Da sind wir wieder in der richtigen Version. Ja, du musst ja entweder einen Ball kaufen oder Superbälle werfen. So ein Ding ist das. Ja, ich werde den Bot wahrscheinlich wechseln noch zu Freitag. Den werde ich mir heute Abend wahrscheinlich neu einrichten. Der gute Chris, der hat einen anderen Pokémon-Bot programmiert gehabt und der ist halt bei Joker-Stream okay, auch der Bot sozusagen. Der meinte zu mir, ja, willst du den vielleicht auch nutzen? Und wir werden dahin wahrscheinlich wechseln. Weil der Bot halt einfach, ja, was soll ich sagen? Der Bot ist halt einfach besser, würde ich sagen, von ihm als der hier. Der hier, finde ich, ist nicht so schön, dass man hier nichts mit Kanalpunkten machen kann. Und bei seinem kann man mit Kanalpunkten fangen, dafür kann man bei seinem keine Kämpfe machen, aktuell. Aber ich nehme das halt in Kauf, was mit den Kämpfen dann erstmal nicht kann. Er will das halt wieder reinbringen später, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Sollten hier vielleicht ein anderes Pokémon nehmen, gucken wir gleich mal. Okay, mir geht's supi und dir? Ja, mir geht's auch super. Ich habe das eben gerade ein bisschen geschlafen, deswegen höre ich mich vielleicht auch noch ein bisschen schlafen an. Aber ja. So, dürfen wir den Text nochmal lesen. Laut einer Theorie wurde ein Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. Weil die Menschen hier schon wieder streiten, die Zeit floss, bla bla bla, der Raum, komm. Einmal weitergehen, mein Freund. Zack. Was? Oh, Sleepy Shizu. Ja, nee, hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich habe im Moment übelst harte Probleme mit meinem Blutzucker. Ich habe ja Diabetes und ja, das ist dann immer schön, wenn man noch ein bisschen schlafen kann, darf und so weiter. Und ja, das habe ich mir jetzt einfach noch gegönnt, bevor ich online gekommen bin. Junge, ich habe zwei Bälle. Was? Ach, deshalb hast du nicht geantwortet. Naja, deswegen habe ich dir nicht mehr geantwortet, weil ich geschlafen habe. Wait, ist Gabutops kein Käfer? Eieiei, ey, kommen wir gar nicht durch. Schachmat. Eieiei, ey. Auf jeden Fall, ja. Hab deswegen nicht geantwortet, Erik, genau. Und jetzt geht's hier jetzt schön fröhlich weiter. Gebrüht ist Gestein Wasser. Ehrlich? Das Gestein Wasser? Ja, ich lerne noch nie aus, ne? Oh, Tempohieb sollte ich hier benutzen, glaube ich, die Rihornio. Rihornio ist echt tanky, ne? Eieiei, zack, weg damit. Level 21, Erik, sehr schön.
Und einmal wieder raus aus der Höhle. Wo kaufe ich Items, wenn du Ausrufezeichen Pokeshop eingibst? Ich muss im Chat Pokeshop, genau, und das Item bleibt. Naja, ich überlege wirklich, den Bot zu wechseln, weil ich es gerne machen möchte, dass ich mit Kanalpunkten, dass wir die fangen können, die Pokémon. Wie gesagt, der gute Chris programmiert halt einen anderen Pokebot. Und ja, ich glaube, wir wechseln dann auf den. Also sprich, eure Pokémon müsst ihr dann leider nochmal alle neu fangen, beziehungsweise das funktioniert auch noch leicht anders dort. Da geht es dann halt wirklich darum, wer sozusagen schneller ist von allen, kann dann das Pokémon fangen. Der halt sozusagen als erstes anfängt zu fangen, kriegt es dann. Ich weiß nicht, was ihr dann lieber haben wollt, wir können es einfach mal testen. Ja, würde ich jetzt einfach behaupten, dass wir das so machen, dass wir sagen, wir testen den anderen Bot auch erstmal und dann entscheiden wir halt einfach, welchen ihr besser findet. Ah, Mann, alle Pokémon gehen jetzt drauf, oder was? Oh, den hier rausschicken ist auch nicht so stark. Ich habe mich entschieden. Das jetzt habe ich genug Pokébälle, ich habe mich entschieden. Wollt ihr lieber bei dem hier bleiben? Ich mag den Baby Kaiserwild Bot. Oh, Baby Kaiserwild. Ah. Das habe ich noch nie was von gehört. Was ist dieses Baby Kaiserwild, Erik? Ah, das habe ich noch nie gehört. Kann ich leider nichts mit anfangen. Schade, ey. Ich hätte gerne mit dir darüber gesprochen, aber ich weiß leider nicht, was das ist. Solange das nicht durchgespielt wird, werde ich auf ewig dich damit nerven. Darfst du gerne. Ah, ich habe sie auch vor, durchzuspielen. Von daher, alles gut. Aber wäre es eh vor, um irgendwann mal zu spielen. Mario 64 und Celeste. Ja, Mario 64 können wir mal weiterspielen. Ich habe jetzt endlich einen N64-Controller. Oh, Final Fantasy soll ich mir irgendwann auch mal geben, meinst du? Oh, eine Top-Genesung, ist ja nett. Haben hier jetzt gleich von der Route schon rund. Oh, was ist das hier für ein Haus? Villa des Bärenmeisters, gratis für alle. Ja komm, das interessiert uns. Ah, das ist ein Trainer, lull! Du und ich, lass uns ein Bild von einem Kampf malen, ein Schlachtengemälde. Wie, du hast das doch gespielt, lol. Final Fantasy habe ich nie gespielt in meinem Leben. Final Fantasy 8, bestes Spiel. Oh, ein Pantimimi. Auch irgendwie ein cooles Pokémon, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie cool. Die Entwicklung von Pantimos. Oh, und ein Mobile hat er auch. Mobile finde ich irgendwie auch cooler als Muggelbaum. Ich weiß nicht warum. Zack, weg damit. Du wirst mir immer sympathischer. Naja, Erik. Jetzt wieder bei den anderen einschleimen, ne? So kenne ich dich ja hier. Herzhofen, oh, ein Haspirohr, hallo. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Und ich wäre mein Haspirohr, wer weiß, wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in der Ball mit dir. Ich bin Julia, ich bin Juror im Pokémon-Wettbewerb. Besuche mich in der Wettbewerbshalle. Ach so, okay, hier gibt's eine Wettbewerbshalle. Was für Einschleim, ich bin ehrlich, du nicht. Wie, ich bin nicht ehrlich. Ich habe auch gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Oh, gibt uns eine Angel? Der sieht so danach aus. Ich bin den weiten Weg und Höhen hergekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir freundliche Leute hier den Weg gezeigt. Bei beiden so viel frei, als auch von Fremden gegenüber. Darf ich nur zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Nö. Die finden wir auch selber. Oh, hier ist auch noch ein Schild dran. Knusperei, okay. Knusperispien. So, ein erstes Spiel auf der PS1. Was ich selbst hatte und habe bestimmt 1200 Stunden, nur weil ich das Spiel mehrmals auf 100% durch habe. Auf 100% Alter, das wäre mir eindeutig zu viel. Uiuiui, da warst du aber echt ein bisschen danach. Triple Chat wäre mir zu anstrengend. Aber gut, dass ich davon keine Ahnung habe, Leute. Hallo, hast du einen Knusperbox? Falls nicht, besuche unbedingt einen Pokémon-Fanclub. Okay. Ja, wollen wir hier auch Wettbewerbe machen in dem Pokémon? Ne? Oh, welcher... oh nee, das versuche ich gar nicht. Oh nee. Vielleicht fragst du. Oh mein Gott. Bitte, hör auf, Lamina, ey. Die gehen wir als erstes besiegen hier, ey. Das reicht mir ja schon wieder, ne? Die holen wir jetzt direkt hier. Da gehe ich aber direkt rein. Also, das hat ihr ja verdient, mit Akzent hier mich anzusprechen, ey. Mitten in Höhen. Bin ich nicht nett. Hallo, kommt das. Geht, können wir auch anfangen? Hallo, wie läuft denn das? Und dann wissen wir, der Rennleiter. Tut mir leid, das ist im Moment nicht unmöglich. Ich frage, warum? Die Antwort ist, sie ist nicht hier. Hey, sie ist nicht hier. Die wollte ich als erstes klatschen. Gibt's ja nicht. Was? Ich hasse es. Was? Nee, man, alle Karten. Triple Chat ist mega. Das Kartenspiel davon. So. Ich hasse es so sehr. Was? Wie? Ich gewinne da fast nie. Super easy. Und dann diese dummen Extra-Re, weiter man kommt. Ich mach mal ein Tutorial dazu. Mach mal, damit ich es in 5 Monaten versuchen kann, wenn ich wieder in der Final Fantasy-Phase bin. Muss in die Halle, jetzt ist es erstmal was die Gags-Phase. Die ist
ist und sie erst die vierte Arena-Leiterin, glaubt. Wie, ich wollte jetzt klatschen gehen hier. Gibt's ja nicht. Ja, gucken wir hier erstmal weiter. Lass mich durch, ist nicht möglich, in der Pokémon bin ein Trostwort gefunden. Joto sind angeblich auch Eier gefunden worden. Okay, dann lass uns mal schnell nach Joto gehen. Ja, gib mir das Eier. Okay, wir kriegen Pokémon-Ei. Welches Pokémon hat man hier nochmal aus dem Ei bekommen in dem Spiel? Das ist ja cool, wusste ich gar nicht mehr. Irre, dass du sie klatschen willst. Okay, Digga. Okay, Erik, direkt auf die Bank, komm. Freundschaft over. nee, alles gut. Deine Mom ist die vierte Arena-Leiterin, okay. Warum ist es deine Mom? Deine Mom auch lilane Haare? Lange Haare? Lilane lange Haare und hat einen Akzent, als ob sie aus dem tiefsten Sachsen kommt. Und ist ein Anime und ein Apfeltee. Ah, okay, ja, der Apfeltee hat mich überzeugt. Ja, dann sehe ich das. Und dass ich schnell, was? Eskaliert. Eskaliert, warum? Eh nichts gegen Sachsen. Ey, bist du nicht aus Sachsen-Anhalt, hast du gesagt? Alles gut, oder? Da können wir uns doch gegen Sachsen verbünden hier, oder? Egal, das ist bei mir in der Stunde erreicht, was? Was ist bei dir, weißt du? Die Eskalation oder was? Oh, ich habe eine neue Meldung auf YouTube. Da bin ich natürlich so frech und gucke mal kurz. Das ist der gute Erik, war Erik wieder Schläge von mir? Erik war es mal nicht. Was? Was? Irgendwer hat geschrieben, hey, du standst in meinen Google-Nachrichten. Gutes. Oh, what the fuck. Ich hab was kommentiert mit Nebenmark. Nein, das hab ich gesehen. Da hast du ein Herzchen für bekommen. Da hast du ein Herzchen für bekommen. Naja, der krasse Schnitt, ne, Kappa? Der krasse Schnitt. Ja, komm, interview mich, klar. Was denke ich über mein Lavita, ne? Komm, nehmen wir das hier. Was denke ich über mein... über mein Lavita und Gefühle. Ich bin enttäuscht. Ich bin stark enttäuscht. Was Sachsen? Was ist jetzt hier der Anti-Sachsen-Bund? Nee. Nee, hier ist nicht der Anti-Sachsen-Bund. War nur ein bisschen getriggert, weil ich es nicht vorlesen wollte, was die Arena-Leiterin hier von Herzhofen sagt. Einfach nur, weil die halt in dem Spiel ja alles in Sächsisch auch, glaube ich, geschrieben haben. Ich bin überhaupt beim Akzent. Ja, nee, das kann ich mir leider nicht antun, das kann ich nicht versuchen. Aber ich werde das Pokémon-Ei mitnehmen. Zu Sachsen nicht, oha. Es werden mir hier Sachen unterstellt. Es war ein Kino. Es war wie ein Kino. Achso, ja, stimmt. Glaube ich, der Erik. Von mir so einen Cut zu sehen. Was? Französisch, aber gut. Was hat mir mal gesagt, als er ein Graslevel gebaut hat? Achso. Was hat ein Graslevel bei Super Mario mit Sachsen zu tun? Oh, das kriege ich auch noch eine Google-Benachrichtigung, dass ich eine Nachricht auf YouTube bekomme. Ey, was macht ihr denn hier? Ihr steht ja ein bisschen in der Tür, ne? Ey, die blockieren uns ja hier überall. Wir können hier nochmal aber zurückgehen und gucken auf der Brücke nach oben nochmal. Da wollte ich gucken, ob da noch was ist. Das war jetzt mit Sachsen verglichen, das leer und grün, das habe ich nie gesagt. Erik, mein guter Bluff, was Bluff war ja am Anfang gebaut hat. Ich habe doch gesagt, du musst in die Wettbewerbshalle. Achso, hast du. Achso, aber okay, wir machen eh Wettbewerbe, würde ich sagen, weil ich das so gut kann, Kappa. Ey, das wird eine Blamage, ich sag's jetzt schon. Egal, ich wollte hier draußen eh noch die restlichen Orte abklappern, bevor wir da wirklich reingehen. Und was für vergiftet? Gibt's ja nicht, das ist schon frech. Also vergiften finde ich ja schon frech, muss ich ja sagen. Du schwörst auf deine Mutter, weil wenn man einen Schwur macht, sagt man automatisch die Wahrheit. Mat, Schwur, Erik. Hey. So läuft das. Eieiei, so. Hier, oh, den wollen wir natürlich auch. Hallo. Ja. Yo, bist der denn auch.
Ah ja, der hat ja voll geschlafen, der Typ. Bis der gesehen hat, dass ich vor ihm stehe. Eieiei, ey. Der hier hat ja gar nichts gerafft. Dann nicht, ey. So. Ja, Panpyro, komm. Panpyro macht das. Ja, komm. Kommst nicht durch mit dem Karateschlag. Gibt's nicht. Was, ey, mein Chat, Digga? Wie hoch ist er denn? Geht er da rechts hoch? Nee, was ist dein Thema, Alter? Heftigste. Was? Rockeinlage, ey, dein Chat, Digga. Da gibt es Lavita gegen Kampfwurken. Also, Erik, ich glaube, der mag dich nicht. Ah. Eine Zitrubeere. Na gut, nehmen wir mit. Ach, Quatsch. Das Logo und einige Nachrichten gehen durch. Wird etwas hoch. Welches Logo? Ja, aber ich kann. Oh, 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 nicht das. Ah, warte, ich spiele den Chat ein wenig hoch. Das ist das Sternenlogo. Ja, okay. Bitteschön, Erik. Aber guck mal, wenn du zu viel schreibst, dann hittest du irgendwann den Controller. Das heißt, den darf ich auch nochmal höher setzen. Wenn, dann machen wir es für dich hier richtig hübsch. So. Ich werde halt mir eh hoffentlich zu Freitag ein neues Overlay machen. So. Diese Ehrendrecksack, er arbeitet kaum an unseren Hack. Das ist leider wahr. Leider ist das die hundertprozentige Wahrheit aktuell. Ich schwöre, ich warte seit Jahren. Das ist eine Lüge. Wer hat denn damals das für uns beendet? Hä? Wer hat denn den damals angeschrieben? 2014. Ja, mein Freund. Ja. Siehste, wer wollte denn das zu Ende bringen? Was? Wie? Wir hatten 3 Jahre lang nichts mehr gemacht gefühlt. Wir haben noch nichts mehr gemacht weiter beide. Eieiei. Weise? Ja, ich such meinen Skype-Account raus. Ich hoffe, der Chat ist noch da, mein Freund. Skype steht alles schwarz auf weiß. Weil nämlich Skype keinen Dark Mode hat. und hat Skype heutzutage einen Dark Mode? Das frage ich mich ja. Ich will nicht ihn löschen. Als ob du auch noch Skype hast, das glaube ich dir nicht. Oh, mein Held. Oh, hallo Shizu. Was? Nein, wirklich. Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Shizu nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh, ja richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder erhalten. Shizu verschaut Glitzerpuder im Modekoffer. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Kurse. Okay, Katrin, dann bis später. Achso, ihr wollt. Was hast du? Nein, das gehört mir, mein Pokémon. Nee, das wird mir gehören. So, Doppeldigger. Hat locker nichts gemacht. Zur Not werfe ich einen Hyper bei. Nicht, wenn ich mich selber werfe. Ich bin der Ball. Nice. Genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich beim Wettbewerb mitmachen? Dann sollst du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn man ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Sieh das hier, das passt besser. Wieso erhielt ein Kleid? Warum erhielt er? Er hat auch schon erhält. What the fuck? Wettbewerbe, sie zeigen viele Facetten der Pokémon. Es wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. So. Wir schauen mal, was unser cooles Panpyro so kann, oder? Attacken hier. Was sind denn die? Wettbewerb ist hier, ne? Cool und schön und Stärke. So, ich glaube, ich kann die Pokémon noch schneller durchgehen. Oh, dreimal Stärke. Ich glaube, Erik ist unsere Wettbewerbsprinzessin, oder? Frost. Oder Frost. Oh, ich weiß nicht aussprechen. Frostage? 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 Wie wird das Ding hier ausgesprochen? Ist sehr klug, ne? Sehr klug, können wir einen klugen Wettbewerb mitmachen. Was? Akita ist geflogen und wurde von niemandem gefangen. Ich habe sogar den Ball verloren. Dummes Dreckschuh, wieso gibt's keinen? Das ist ein SMT-Bot. Während wir uns geprügelt haben, ist er abgehauen. Nimm doch das Ei. Wir nehmen das Ei im Wettbewerb. Let's go. Jetzt erscheint er für Übungswettbewerb. Du kannst hier die Kategorie Model tanzen und Aktion wählen. Möchtest du dann üben? Wir wollen nicht üben, wir wollen reinklatschen. Nice.
Okay, irgendwas für die Knusperbox. Ich möchte nicht üben. Üben ist was für Loser. Ja, let's go. Normalklasse. Flug. Ja, let's go. Gut, dann gucken wir mal für diesen Wettbewerb Nummer 4. Mit Gleichbinden hier entlang, bitte. Ich mochte die Wettbewerbe. Ich glaube, ich auch. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Da ist Jesus, hoch das Kleid an. Mach ich Freitag für dich auch, Erik. MC, gleich fängt er an. Der Normalklasse-Pokémon-Klugheitswettbewerb. Mein Name ist Dexter. Ich bin der MC und einer der Juroren. OMG. Das läuft mir nicht weg. Das ist scheißer Weiber-Alarm, wenn ich im Kleid bin. Und hier ist Nummer 2, Marty. Nummer 1 habe ich jetzt einfach ignoriert, das war bestimmt der Angler von draußen. Und Nummer 3, Bianca. Der krasseste von allen. Pizza mit der Nummer 4. Let's go. Als erstes müsste ich ja drüber bestimmen, damit wir zur Bewertung kommen können. Ich habe auch Pokémon für den Modellwettbewerb. Oh. Geben wir den Teilnehmer Zeit, sich hinter der Bühne vorzubereiten. Heutiges Motto ist was? Was ist unser heutiges Motto? Fuck, ich hab's weggeskippt. Farbenfroh, farbenfroh, farbenfroh. Okay. Okay, okay, okay. Okay, farbenfroh, sehr farbenfroh, oder? Wir sind sehr farbenfroh. Ich hab keinen Platz mehr. Ah. Okay, dann machen wir es einfach so, oder? War das farbenfroh? Freut euch auf die Remakes, da sahen die Wippe vom Trailer richtig nice aus. Das Design, was unmöglich ist, was für Baby gemacht. Oh, das mit Baby Kaiserfeld. Ah. Hier noch ein Wettbewerb mit Shaleli. Okay, schick. In den Remix hoffentlich sehen die geil aus, ey. Endline. Also das ist nicht so farbenfroh, ne? Das ist echt schwach. Hier ist eine Baby Kaiserwelt. Bianca schneidet sie. Das ist ein fucking Indianer geworden. Aber das ist doch nicht farbenfroh. Farbenfroh ist unseres. Das ist farbenfroh. Was? Das muss an dem Pokémon dran sein? So war das? Oh, oh, oh. Oh. So, wie funktioniert das hier nochmal? Ich weiß es schon nicht mehr. Dim, dim, let's go. Ich bin Tanzkünstler. Tag. Junge. Wir machen das. Okay, zweimal links und einmal unten. Tag. Bam, Junge. Bam, Junge. Das läuft doch hier. Ah, fuck, ich hab den Fight. Ich hab einmal den Fight. Das läuft doch nicht. Ah, bin ich kacke. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab die falschen gedrückt. Jetzt muss ich wieder. Ja, links, jetzt kriegen wir hin. Oh mein Gott, ich hab mich verdrückt. Komplett. Eieiei, ey. Farbenfroh. Best Clip, ey. Eieiei, ey. Das kriegen die nicht hin, die Affen. Ja, leichter Rhythmusspiel ist zu viel für diesen Mann, denke ich auch. Oh, die beiden sind böse, oder? Ja. Da haben wir die aber abgeholt hier. Da haben wir sie aber abgeholt. Damit ist der Tanzwett. Was? Der Tanzwett schreibt mir in dem Moment führt Bianca. Okay. Okay, Zeit für den Aktionswettstreit. Zeigt uns Attacken, die Klugheit darstellen. Die vier Vorführungen. Zeigt uns, was ihr könnt. Okay, wir nehmen den ersten Auftritt hier für den guten Dexter. Als sie führt Erik die Attacke mit Donnerzahn vor. Okay, ist klug. Okay, die Spannung von Erik erhöht sich. Hier. Erik müssen wir. Erik die Attacke konfigurieren.
Was steht über Erik, ey? Ey, ey, ey. Alter, Rhythmus spielt so viel für ihn. Mein 22-jähriger Mann lacht über das KLS, obwohl er es selber nicht hinbekommen hat. Was ist ein KLS? Ist das Schmücken gewesen? Das K. Ach, KI. Oh, oh, ja, okay. Okay, sorry, sorry, KIs. Das kann ich. Das hätte ich ja. Hätte man mir ja mal sagen müssen, dass du KIs meinst. Eieiei, zum Glück bin ich jetzt 23. Der Programmierer versagt, ja, weil ich das I klein geschrieben hätte. Das war jetzt my bad. So. Oh, Dexter war äußerst beeindruckt von Frost. Oh. Oh, wir erregen eine Menge Aufmerksamkeit. Let's go. Von Fußstrahl. Nächste Runde, Punkte mal 2. Wie viele Runden haben wir? Das ist so ein bisschen die Frage. Wir gehen hier auf Erik, let's go. Was? Nimm das Video bitte so, ich sollte Pokémon-Videos machen. Na, würde ich voll feiern. Ja, ich nenne das Video 22er verliert beim fiktionalen Wettbewerb aus einem Videospiel. Das soundet gut. Ja, genau, führt alle für Dexter was vor jetzt. Ihr wisst, was ihr tut. Genau, Dexter, gibt ihm! Ja, zeigt alle Dexter, was ihr könnt. Greifen die Luft an. Nein, nein, die greifen schon die Juroren an, hör das Publikum. Okay. So. Ist ja, dass ich gut finde. Keiner mag Julia. Keiner mag Julia, ey. Okay, da gibt's plus 1. Oh, und Erik war äußerst beeindruckt von Postel. Okay. Erik durchschnittliche Aufmerksamkeit. Hm. Okay. Oh, wir sind ganz schön weit aufgestiegen, ne? Ja, dann führen wir auch Erik die Nummer vor. Oh, geht wieder auf Dexter, meine Freunde. Ah, keiner will Julia zeigen, was ihre Pokémon können. Keiner geht auf Julia. Eieiei, ey. Keiner geht auf Julia, ey. So. Und er holt den Relate von Stager plus 3, genau. Und die Spannung erhöht sich hier, zack. So, jetzt die Frage, oh. Und dann führt Erik die Attacke von Fusion vor. Nein, diese Jura hat schon jemanden vorgeführt. Ja, sehe ich auch nicht ein hier. Durch die Glückattacke hört sich die Spannung von Erik. So, und jetzt, was passiert, wenn der voll ist? Er kriegt jetzt plus 5. Oh nein, oder? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hat der aufgeholt? Fucking Intern, das bin ich. Eieiei. Flammenbombe, let's go. Okay. Ja, ey, Julia hat auch mal eine Attacke gesehen. Er läuft bei Julia. Das ganze Arena voller Dreck, ja, oder? Okay, wir kriegen hier nochmal plus 2. Okay. Oha. Schneidzi kriegt auch nochmal richtig hart was, ey. Uff, 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 uff. Okay, wir erregen eine Menge Aufmerksamkeit. Okay, wir stehen hier. Der letzte Auftritt senkt Spannung um 1. Da geben wir auf Dexter, ne? Dexter darf die Spannung da oben nicht voll kriegen mehr. Ich glaube, damit verliert er einen Stern, oder? So. Hier, guck dir das an. Von Fußstrahl, let's go. Bim, 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 bim. Die Spannung von allen sank und die Spannung hat sich wieder wegen der Klungenattacke erhöht. Lächerlich. Gut gemacht. Eieiei, ei, ei, ei. Hauptsache Julia hat keine Spannung hier, ne? Julia wird hier richtig gemobbt, ey, bei den Juroren. Keiner will für Julia was vorführen, ey. Doch, da, Endline. So, Endboss bei Pokémon Colosseum und bin 18 Level unter seinem höchsten Pokémon. Ja, viel Glück, Arc, ne? Wird wohl easy, Kappa. Wie schmecken die zwei Herzen so? Naja, die gehen ja jetzt nochmal hoch. Da, zack.
Und schon bin ich mit allen wieder gleich auf, außer mit Endline. Aber wir werden nur Zweiter, ne? Habe ich das Gefühl. Wir sind nur Zweiter geworden. Fuck. Wollen wir es nochmal versuchen? Das ist die Frage, oder? Jetzt ist es an der Zeit, den Sieger der einzelnen Kategorien zu nennen. Ey. Ja, nochmal. Wir haben Loser verkackt. Okay, dann gewinnen wir gleich noch einmal. Ist unironisch spaßiger als das eigentliche Spiel. Ich sehe schon. 24 Stunden Stream. Wir machen nur Pokémon-Wettbewerbe. Oh. Ist so. Noob, noob. Wir sind Letzter geworden. Ja, moin. Ei. Okay, komm. Würde ich feiern. Verdient Letzter. Ja, es war unser erster Wettbewerb, okay? Ja. Ich bin Erster geworden von hinten. Komm, wir holen uns jetzt alles zurück. Eintragen. Normalklasse. Luke. So, zack, nochmal rein da. Ja genau, wir ziehen wieder unser Kleidchen an. Let's go, komm. Dexter, zeig, was du kannst. Gib durch, gib durch, gib durch. Guck mal, wir sind hier beim Klugheitswettbewerb. Der alte Mann, den sehe ich da. Auf jeden Fall vollkommen vorhanden. Na, die anderen beiden, Quatsch, ey. Die haben hier nichts zu suchen. Oh, Mutter, habe ich schon wieder nicht gelesen. Natürlichkeit. Ja, einfach gar nichts machen bei Natürlichkeit, ne? Guck mal, wie farblich, guck mal, wie gut die das farblich hier miteinander abstimmen, ja. Also, da kann man mir natürlich nichts vorhalten mit, oder? Da haben wir doch unsere Natürlichkeit behalten, oder? War schon stark, würde ich sagen. Vielen Dank für eure Geduld. Nummer 1, Ulrich. Ulrich mit Fideli. Okay. Das sah stark aus. Okay, da gab's auch wieder Herzen. Oh, auch wieder. Der macht auch immer dasselbe, ne? So, mal gucken, wie viele Punkte kriegen wir. Liebt uns das Publikum oder nicht? Ja! Ja! Ja, wir haben 4 lila Herzen bekommen. Let's go! Let's go! Ich bin einfach der Profi. Einfach der Profi, Leute. Dim, 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 dim. Dam, 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 dam. Wie Fehler? Was Fehler? Gibt's ja nicht. Bist du schon farbenblind oder was? Dim, dim, dim. Es wird mir ja gehören, haha. Erik, geh weg, meins. Ihr könnt das sogar beide kriegen, ne? So ist es ja nicht. Dim, 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 dim. Großartig, let's go. So will ich das sehen. Ich fordere dich heraus, so deinen Kampf um Leben und Tod. Ach, so macht man das heutzutage. Das dritte war leider nur gut von mir. Hm. Okay. Kann man machen. Kann man mitarbeiten. Verbringe. Dritter als Haupttänzer. Wie Fehler? Ich kann auch Fehler machen? Okay, dann machen aber alle anderen auch einen Fehler. Okay, da waren wir gut on Takt. Sehr schön. Nice, wir haben es beide bekommen. Ja, nice, Jungs. Alter, Sunset-Schreit beendet. Kann das noch jemand in Aktionswettbewerb aufholen? Okay, Zeit für den Aktionswettstreit. Zeig uns uns Attacken, die Klugheit darstellen. Je 4 Vorführungen. Zeigt uns, was ihr könnt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen mal 2 Punkte auf Julia. Wir spulen das hier mal ein bisschen, ne? Wollen uns das ja nicht komplett hier angucken, oder? Oder wollt ihr das komplett sehen, so? Nee, oder? So, wir haben ein paar Bonuspunkte bekommen. So, zack. So, Erstauner. Einmal hier auf Dexter wahrscheinlich, hoffe ich. Aber das geht auf Julia. Wir gehen auf Dexter mit einem Erstauner. Kriegen Bonuspunkte. Genau, zeig Erik was und du zeigst auch Erik was. Let's go. Nice, jetzt kriegen wir überall Bonuspunkte. Schaut euch das an. Zack, nochmal +3. Bam, Junge.
Tag und schon sind wir hier wieder voll der Spitzenreiter, hoffe ich. Auf Nummer 3. Ja, wir machen Unheilböe und danach senken wir die Spannung, würde ich sagen. Würden den in Real Life verprügeln. Dieser Mann, was machst du? Wie, was mache ich? Ich carry das doch hier hart, oder nicht? Wir wollen doch nur einmal gewinnen hier. So, Dexter gibt uns auch nochmal plus 3. Sehr schön. Ja, wenn er nicht auf Julia geht. Oh, er geht auf Julia. Hm. Scheiße, ey. Smarter Typ. Smarter Typ. Das Gönnerlei. Das war's wieder. Nee, würde ich nicht sagen, dass es das war, oder? Ich glaube, das läuft ganz gut. Guckt euch das an, der hat nur 2 Punkte mehr bekommen hier. Schauen wir mal nach, oder? Das war's, die Wertungen sind abgeschlossen. Welches Mal wird wohl der Gewinner sein? Hier sind die Ergebnisse. So, dann schauen wir jetzt mal. Und jetzt ist es an der Zeit, die Sieger der einzelnen Kategorien zu nennen. Zunächst die Ergebnisse des Model-Wettbewerbs. Da haben wir easy gewonnen, oder? Ja, let's go! So, Tanzwettschreiz haben wir auch easy geholt, oder? Ja, let's go! Den letzten haben wir vielleicht nicht ganz alleine geholt hier. Ich glaube, den, da könnte jetzt jemand vielleicht fast schon gleich aufziehen, aber ich glaube nicht, nee. Das hat keiner geschafft. Let's go! 4, 3, 2, 1. Let's go! Gewonnen hat Nummer 4. Woo! Let's go! Nehmen wir mit. Was für Cheater! Was für Cheater! Skill! Purer Skill war das! Oha! Was für Cheater! Dexter, herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner ist Frostedge. Weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird. Und Cheese, und hier ist der Preis: Band der Klugheit. Hab die Safe States gesehen. Wir freuen uns auf deine nächste Teilnahme. Dein Mogimoto ist, und wir haben es alle gesehen. Ja, sorry Leute, ihr habt mich erwischt. Es tut mir leid. Eine grüne Spange erhalten. Nice. So, ich würde sagen, wir sind schon krasse Typen. Und jetzt können wir weiterreisen. Safe States in Pokémon. Ja, let's go. Also ich habe schon Safe States gesetzt in Nuzlocke und so, wo wir, glaube ich, cheaten wollten, ne? Oh, da ist der Bumser. Was? Du, wie du die Cheatcodes suchst? Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade den Konami-Code einmal eingegeben und dann ging es. Ihr habt ja alles gesehen auf meinem Touchpad, wie ich den Code hier komplett eingegeben habe, so. Aber ich habe den Konami-Code, glaube ich, gar nicht. A, B, Start, Select oder so. Ach, irgendwie sowas war das doch, oder? Ich glaube, das sind die ersten, wo es losgeht. Steinhagel, komm! Let's go! Komm! Ja, One-Shot. So will ich das sehen. Bums, Junge. Genauso sehe ich das auch, Erik. So, und Roselia. Dann tauschen wir natürlich gegen Panpyro. Und wir ihm zeigen, dass wir hier keine... Wir scherzen nicht mit ihm hier. Wir zeigen ihm, was er für ein schlechter Trainer ist, indem wir jedes seiner Pokémon One-Shotten hier. Fuck, Junge. Was hört er als nächstes raus? Noch... Oh, ja. Da müssen wir leider was wechseln hier. Ja genau, blubber mich an hier. Schockwelle, zack. Schockwelle ist auch ein One-Shot, sehr schön. Panpyro 26, Offenlegung. Was ist Offenlegung? Eine Unlichtattacke, ne? Ne, eine normale Attacke. Gegner, die Schutzschild und Scanner verwenden, werden getroffen. Stand Effekte dieser, okay. Nicht lernen. So. Jetzt kommt noch Ponita, habe ich das richtig gelesen? Holen wir Panpyro raus. Ja, er hat echt einen Ponita. Machen wir mal ein Tempo-Hieb. Bienen, kein One-Shot. Ist ja lame. Zweimal mussten wir es angreifen, ey. Gibt's ja nicht. 25, nice. Boah, du hast mein Team schon wieder ausgeschaltet. Du verhinderst doch absichtlich, dass ich der größte Pokémon-Trainer der Welt werde. Was? Nein, Unsinn. Ich muss einfach mehr trainieren. Dann eines Tages, genau. Als nächstes gehe ich zur Daede Arena. Diese Namen von den Städten. Die machen mich sowas von fertig, ne? Du bist wie Gary aus Pokémon Rot. Ja, nur dass ich krasser bin als Gary, ne? Das ist so ein Ding, würde ich auch sagen, oder? Nein, Gary ist schon ein krasser Typ, ein Loser mit Igelhaar. du fragst. Nee. Alles gut. Ich habe gerade Pokémon vertauscht. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich sag mal so. Trotzdem hast du so ein kleines IGH da. Dir fehlen nur noch ein paar mehr, ne?
ist Sonic, ja, das ist ein Pokémon. Ah, ja, stimmt, Sonic, mein Lieblings-Pokémon. Hatten wir ja heute schon. Na komm, Erik, du hast sogar mal Leben hier. Zack, tausch mal dich sogar mal aus. So. Oh, ein Pichu, das ist süß. Pichu ist immer süß, ne? Schau mal hier oben im hohen Gras, welches Pokémon Erik eliminieren kann. Oh, ein Logok, cool. Ich möchte einmal einen Rivalen, wo man zum Anfang einmal gekämpft, denn erst keine Ahnung, 4 bis 5 Arenen nicht wieder sieht. Aber warum? So funktioniert Pokémon doch nicht. Also, so funktioniert das ja nicht hier. Oh, eine, was? Eine schwere oder eine schwarze Flöte? Wahrscheinlich eine schwarze Flöte, oder? Oh, ein Lombrero. Kapaloris haben wir auch schon am Windkraftwerk gefunden. Ja, das war's mit Erik. Erik, schwach von dir auf jeden Fall. Nicht gut, dass du so früh gestorben bist. Was, und dann sagt er, er hätte den Hai geholt und findet Lava und kommt als totes Pokémon wieder raus. Ah ja, Storytime hier. Ey, warum möchtest du aber so spät erst einen Rivalen wiedersehen? Eigentlich ist es doch ganz cool, dass man öfter mal gegen seinen Rivalen betteln muss. Oh, was? Profi-Angel? Ja klar, gib her. Nice, let's go. So. Ja, dann angeln wir hier doch mal mit einer Profi-Angel, oder? Ich will das jetzt hier nicht auf ein Ding setzen, weil ich einfach nur ein Pokémon mal fangen möchte. Schauen wir mal. Ah, da beißt nichts an. Dann stellen wir es mal hier hin. So, komm. Komm schon. Oh, warum beißt denn da nichts an? Komm, beiß an, 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 beiß an. Ey, komm schon! Wo bin ich denn hier gelandet? Ah! Gib, 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 gib! Papunga! Ein Papunga! Okay, Schlafpuder ist ob, ey. Aus welcher Generation ist das? Ist das zweite Generation? Nee, oder? Sieht so hässlich aus, als ob es aus der zweiten Generation ist, aber. Woher ist Papunga? Was? Weil sie nicht das Sushi enden wollen? Ja, okay. Sehe den Punkt. Ja, zweite Gen. Da wenigstens richtig geraten. Es war so hässlich wie ein zweites Gen-Pokémon. Das anderes konnte es nicht sein, ne? Oh, das ist immer so traurig, ey. Zweite Gen-Pokémon, wenn man sie einfach immer erkennt, ne? So. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich glaube, hier geht es Richtung Freiede. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Ne, das ist hier jetzt der Trostdruck. Von Trostdruck geht es hier nach Schleide, okay. Oh, hieran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was war Elises? Kann ich mich gar nicht dran erinnern mehr. Weideburg kenne ich, glaube ich, noch vom Namen her. Sonneweg. Pokémon-Liga war hier, genau. Dann geht es hier oben noch mit der Kampfarea. Genau, hier oben geht es dann im Late Game sozusagen los. Und dann gab es hier oben, glaube ich, auch einen Kampfturm und so. Hier oben ist die Eisstadt, ne? Ja, Blitzach, das hört sich doch super an. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, hier über den Kraterberg da hinkommen und so ist richtig nervig. Weil hier war die Eiseninsel. Ich glaube, da müssen wir sogar hin. Und Cresselia. Ne, das war die Insel Cresselia. Und hier ist Darkrai die Insel, ne? Hier ist Darkrai so circa. Und Shaman ist irgendwo hier so, ne? Wir könnten natürlich über den Glitch dann dahin, wenn wir es wollen noch. Einfach mal, um zu gucken dann. Das können wir dann aber, ja, im Nachhinein noch machen. Ich hoffe ja, dass wir bis Freitag fertig werden hier. Was ist mit dem hier? Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Ja, oh, dann mach das. Okay, die Bären braucht man nicht. Ich hätte noch Pokéball mitgenommen. Dann machen wir die beiden hier fertig. Emma, wir kämpfen zusammen. Sind wir zusammen sind wir stark. Wir nehmen dich auseinander. Emma und Ina, ey. Eieiei. Mobile und Pantini. Oh mein Gott, ey. So schwer auszusprechen. Ja, Steinhageln wir die beiden mal und Schockwellen wir die mal. Mal schauen. Der Steinhagel sollte dafür schon reichen, dafür wahrscheinlich nicht. Ja, wenn das nur noch das letzte ist, dann machen wir es einfach mal so.
Ark, du wirst gerufen von Erik. Muss an das Spiel Ark denken. Aber warum? Hallo, ich bin ein Pokémon. Hallo, ich bin ein Pokémon. Ein Herausforderer von Pokekins Sieglinde. Sieglinde, ey. Wieso heißt es so ein... Warum Sieglinde? Die Namen, ey. Oh lol, Doppelteam zu strong, ey. Hallo, Doppelteam zu strong oder was? Steinhage, gib ihm. Sehr schön, Erik. Eieiei. Ark ist das schlecht, sonst genug witzig. So genug witzig. Hast du mal gewonnen. Ja, Erik, mal wieder ganz funny unterwegs heute. Er weiß nicht, also ich denke da nie an das Spiel Ark, weil ich das Spiel einfach nicht so gut finde. Oh. Hier hat man irgendwo einen Krippuck oder so bekommen, ne? Irgendwie konnte man hier, glaube ich, einen Krippuck bekommen. Ich weiß aber nicht, wie. Und hier oben konnte man die Oxys ändern, ne? Einen Stein oder so. Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Yo, dann zeig mal deine Pokémon hier. Hast wieder einen Clown gefrühstückt. Der Erik, ein Fantimimi hat er gefrühstückt. Aber sowas von der Gute. Aber ist halt Erik, ne? Bei Erik sind einfach jede Erwartungen einfach ganz weit unten. Oh, ist das schön. Nachdem ich Anime sah und hübsche Kurven gesehen habe. Ja, nachdem du dir nochmal die Figur angeguckt hast, die du dir bestellt hast, ne, warst du einfach ready. Oh, hallo Zapdos, mein Freund. Den Haar gehen wir an, oder? Oh, was für Scanner. Komm, let's go. Oh, es lebt noch. Oh, dann beißen wir es kaputt, oder? Beiß rein, Erik. Zack, Zapdos weg. Aus dem Weg, Zapdos. Komm ich da so nicht hoch? Was? Wait. Ei. Ei, komm. Ah, jetzt, okay. Hat Schutz gefunden. Was möchte meine Alexa von mir? Ich habe gerade Alexa, wo ist meine Bestellung? Pack Alexa einfach nach Update zu deinem Amazon-Bestellung. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Oh, was habt ihr da schon wieder? Ah, okay, den Biber. Der Biber. Erik ist ready. Oh, noch ein Logok. Also Logok ist echt so ein Pokémon, das ist hier überall, ne? Oh, nee, komm, wir fliehen hier. So, die Trainer machen wir jetzt alle gleich nochmal. Dim, 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 dim. Zack, wir heilen hier einmal rein. Jetzt machen wir da weiter. Ich werde jetzt etwas tun, womit keiner rechnen wird. Warte. Ah, der war so schlecht. Ah, ja, ich bin genauso kacke, Erik, wie du. Ah, nice, Erik. Damit habe ich aber gerechnet. Das machst du ja täglich. Siehst du, das hat auch so gestunken. Nicht mal, dass ein Nagelotz wollte bei dir bleiben, ey. Ja. Das ist eine Sache, ne? Ja, ein Nagelklotz. Ah ja, hier ist das Bediza-Meme aber richtig hart am unterwegs sein, ey. Ja komm, wie viele Bedizas willst du haben? Ey, Gegner alle. Kogel alle. Eieiei. Oh, da ist noch ein Item. Dorino, Zerschneider, let's go. EM70, Blitz ist super. Können wir nochmal in diese bizarre Höhle gehen? Oh. Okay, der Lavendia-Turm. Können wir noch gleich mal durch, oder? Yo, das sieht aber auch so aus, als ob das hierher gehört, ey. Eieiei, ey. Ah, Walzer finde ich nicht nett. Zack, Volltreffer, weiter. Nicht gucken. Oh. Oh, die Musik, ey. Ich bin so verliebt immer noch. Ah, Gespenst, weg hier. Hilf mir. Team, was? Okay. Ein Skunkapu. Ein Skunkapu.
Steinhagel, was? Wo ist, was? Steinhagel geht nicht? Steinhagel geht, let's go. Ach, Erik, musst du dich schon wieder hier vergiften lassen, ey? Immer dasselbe, ne? Sag dir, wie es ist, Erik, so kannst du das nicht machen. Okay, dagegen wollen wir auf jeden Fall Panpyro raus. Und wenn es jetzt Geduld einsetzt, hätten wir nämlich ein Problem. Mal so ein Flammenrad drüber, zack. So, ich würde schon fast sagen. Pokémon. Item. Tausch. Item. Geht. So, EP-Teiler. Item geben. Münzermund. So. Medite, hallo. Eissturm. Oh, Eissturm reicht nicht. Was? Kann ich mit einem Pokémon was zu fangen? Ist bei 30% Chance mit Super 50% und mit einem Hyper bei 80%. Was bei jedem Pokémon? Ehrlich? Völlig interessant dann. Ich dachte, das hat auch noch, ist auch ein bisschen abhängig von dem Pokémon. Aber was sagt ihr jetzt? Ihr habt euch entschieden, ihr wollt lieber hierbei bleiben, weil ihr hier dann auch kämpfen könnt gegeneinander und so. Oder wie ist das jetzt? Da wird er den Peter, der kämpft damit das Level schneller, als du gucken kannst. Ach so, warte mal, kriegt das doppelte Erfahrung, wenn es mit dem EP-Teiler in der Hand kämpft? Hier. Wusste ich noch gar nicht. Also ist das aber so ein Generationsding hier oder war schon immer so? Dann lerne ich gerade was Neues über Pokémon. Das wusste ich nämlich noch gar nicht. Oh, ein Pichu, let's go. Ja, wir machen über einen Eissturm drüber, let's go. Aber wir wollen ja alle so ein bisschen zusammen leveln hier. Es passt eigentlich, dass wir jetzt Erik so ein bisschen rausgenommen haben. Feuchtler. Attacke über 2 bis 3 Runden, die den Angreifer verwirren, macht aber ganz schön viel Schaden. Kreideschreiben mag ich zwar auch, aber ja, machen wir es mal so. Noch ein Eissturm drüber, zack, let's go. Mir egal, welchen Bot du nimmst. Okay. Das ist bis zur 4. Gensel, also Diamant, Perl und Herdkürze. Ehrlich, Leute. Ja, ich weiß es halt nicht, welchen Bot wir nehmen wollen. Der andere wurde mir halt angeboten. Und da komme ich, da kenne ich halt den Entwickler seit gestern Abend. Und der Entwickler ist ultra cool. Dafür ist das halt dann auch noch nicht so ausgereift wie das hier. Aber es wird halt alles noch kommen. Ist halt schwierig, ne? Das ist halt eine schwierige Entscheidung. Ich weiß halt, dass ihr, glaube ich, hier mehr Pokémons auf jeden Fall kriegen könnt. Und ich glaube, hier habt ihr mehr Gameplay sozusagen. Problem wird sein. Ich mache jetzt einfach mal eine Theorie, ja? Wenn jetzt noch ein paar mehr Leute ins Stream kommen werden würden. Dann ist der andere natürlich unschöner, weil wir, weil es dann immer nur einer fangen kann, immer nur der Erste. Was? Ja, hi. Ja, hi. So, Eissturm, let's go. Zack, überall sieht die Initiative. Sehr schön. Bambedien direkt mal weggehauen. Wir müssen aufpassen, wenn wir deine Feuerattacke genau abkriegen, dann passiert sowas hier. Wechseln wir mal direkt mal zu Panpyro. Machen hier einen Erstauner drüber. Oh, ja, genau da, die Glut, die tut nicht weh. Ich bin's Tim. Warum bist du Tim? So. Ich sag mal so, es lohnt sich halt für uns nicht, irgendwas zu überleveln, ne? Das ist halt so ein bisschen schade eigentlich. Weil wir sind ja schon übel hart auch überlevelt, so, das wollte ich damit sagen. Also, es lohnt sich halt für uns echt leider nicht, ne? Ja, wie viele Raikus möchte hintereinander kommen? Das Spiel alle. Was in meinem Pokémon? Wie? Was laberst du? Ich kann mich nicht wieder blamieren, nicht von meiner Freundin. Diesmal werde ich nicht versagen, schon gar nicht, wenn Ben dabei ist. Okay, Kinders. Lassen wir jetzt unser Eis-Pokémon hier mal sterben und machen aber noch eine Attacke. Das ist zwar da drauf, dann sollte es. Oh. Ah, super. Der Erstauner sollte auch one-shotten, ne? Ja, perfekt. Genau kalkuliert hier. Sehr stark. Wir kriegen auch so viel Geld, ey. Denn ihr weiß nicht, was ein Redneck ist. Ja, ein Rothaariger, oder nicht? So. Oh. Ist das Arceus? Ist das Arceus? Ist das Arceus? Ne, es ist Palkia. Oh, Palkia. Okay, hier oben lebt Palkia, also auf dem Turm. Was bin ich falsch? Was ist denn sonst ein Redneck? Keine Ahnung. Warum soll ich mir sowas, warum soll ich nicht sowas wissen wollen?
Ich falsche? Okay, komm, Erik, für dich google ich. Nur für dich, Süßer. Oh mein Gott, ey. Oh, jetzt geht's wieder auf mich hier. Dachte. Ja. Ist eine abfällige Bezeichnung für arme weiße Landarbeiter. Aha. Insbesondere für US-amerikanische Südstaaten stammt. Hast du gehört, Erik? Ja, ich bin 23. Sehr gut, ey. Bin ich super hier schon wieder. Wie? Ich komme nicht aus den südlichen US-Staaten, oha. Obwohl. Indirekt. Sind wir ja südlich von Amerika, ne? Auf der Weltkarte. Ah, ist okay. Punkt, Erik. Oh, ein Machtreif. So ist das also. Oh, ein Togepi. Unheilböen. Oh, hat keine Wirkung. Stimmt, Geist-Pokémon. Geist-Pokémon. Gegen normal. Das sollte man nicht machen. Geistattacken gegen normal Pokémon. Eieiei. So, haben wir besiegt. Oh, ich freue mich schon so auf die Remakes, ey. Wir werden so schön nass locken und so weiter. Wird so gut. Ja, aber auf Scheinian freue ich mich aber mit am meisten, habe ich so das Gefühl. Was für ein Profi wird hier so? Profi-Pokémon-Fänger. Achso, stimmt, die wollten immer irgendwelche Pokémon haben, die man hat, ne? Okay, das ist uns da egal, da braucht man nicht hin. Heilen wir uns einmal. Bim, 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 bim. So, wir haben Level 27, 26. Da tauschen wir immer. Oh, vorne 25, 26, 27 und 23. Ja, wir wollen noch ein bisschen backtracken, um dann Knackrack zu holen, ne? Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Dann schauen wir mal. Hier gibt's. Wieso kriege ich überall eine Pokebälle? Ich will auch einfach mal Superbälle oder bessere Bälle kriegen. So, die Pension interessiert mich nicht. So, die Musik ist schon wieder 1A hier. Wollte ich eigentlich nicht in den Kampf, ey. Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stärker geworden. So, ein Griffel. Let's go. Ach, ist auch normal Pokémon, ich Idiot. Oh, Griffel, ey. Ich weiß nicht, ich finde Griffel eigentlich cool, aber ich sehe es halt nicht als Mitte, mein Team aufzunehmen in den Remakes. Oder wollen wir einen Griffel aufnehmen als Normal-Pokémon? Das ist die Frage. Hier wieder das schlimmste Gen 2-Pokémon. Ein Girafarig. Erik Level 24. Also Griffel ist doch cool. Ich glaube, Griffel ist auch Gen 2, ne? Griffel ist ein cooles Gen 2-Pokémon, falls es auch Gen 2 ist. Also muss ich ja sagen. Da bin ich ja dabei. Obwohl man das, weil der sieht aus wie Gen 2, muss ich halt einfach sagen. Oh, direkt in den Doppelkampf reingeradet. Von Zwillinge Tia und Tara. Eieiei, die Namen, das wird nie besser hier. Machen wir eine Schockwelle auf Pipi und Tempohieb auf Pikachu. Oh lol. Zack, Schockwelle drüber. Oh, und ein Duplex, die kriegen wir auch noch ab. Ja, machen wir es selber aber nochmal. Zack, Tempo hier drüber und Panthyro. Ah, mit Panthyro Tempo hier drüber gemacht. Und schön, Arc hier auch noch ordentlich abgeräumt. So muss das hier. Sehr, sehr schön. So. Ein Piep. Da machen wir einen Erstauner. Wie, man kann Rotom paralysieren? Wie kann man Rotom paralysieren? Oh ne. Wird es nicht so ein Kampf hier. Direkt mal tauschen hier. Reinhage, komm, bitte hit den. Nice, let's go. Der Streamer wischt sich nicht. Warum nicht? Welcher, du hast gar nicht so geschickt. Eieiei, ey. Achso, hier kann ich dann auch gar nicht durchradeln, null. Fluchtseil, ja, ein Fluchtseil kann man immer mal gebrauchen, ne? Fluchtseil kann man super gut immer hier und da gebrauchen. Ah, die Parallel. Ja, komm. Komm, einmal noch hitten. Nice, let's go.
So. Und wen haben wir hier noch? Oh, ein Sengo. Sengo ist auch ein cooles Pokémon. Ihr süßes. Du willst immer mit deinem Schatten, ne? Eieiei. Oh, Shockwellen 2. Let's go. Und, oh. Ein Level 26. Ich glaube, unser Lavita entwickelt sich auf Level 30 das erste Mal, oder? Weil, ja, so, was machen wir als nächstes? Wir wollen auf jeden Fall Knackknack haben. Meine Stimme ist gerade so halb gestorben. Ah, okay, jetzt muss ich mich doch räuspern. Ich wollte mich eigentlich nicht räuspern, ich wollte dann drumherum kommen. So, das ist die Frage. Wir müssen nochmal auf unsere Karte gucken. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich nach oben möchte, ne? Wir wollen ja eigentlich nach Schleierde, das ist rechts. Ich könnte natürlich auch nach hier oben erstmal gehen, wenn ich da jetzt hinkomme. Aber an sich, ja, das ist nicht unser Hauptziel gewesen. Okay. Wollen alle immer nicht kämpfen, ey. Was mit dem hier? Oh ja, TM51 bekommt Ruheort oder was? Das ist wahrscheinlich Ruheort, okay. Ey, immer diese Sportler hier, ne? Oh, Max und Doro, wenn die keinen Dotri oder so haben, dann verstehe ich auch nicht, ey, wenn man Dodo heißt, Doro heißt, passt das doch, oder? Ja, haben sie natürlich nicht, ey. Ist ja nicht so, wie es, als Gunkapu müssen wir natürlich als erstes hier eliminieren, damit das uns bloß nicht vergiftet, zack. Und das Kätzchen kann uns, glaube ich, auch nicht so viel. Zack und zack. Level 26, let's go. Let's go. Oh, ist auch ein Kampf. Ich bin noch grün in den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Oh, ein Ninja-Tom. Oh, das will ich aber auch mit versuchen zu fangen. Ein Ninja-Tom bin ich aber auf jeden Fall dabei. Habe ich noch einen Superball? Oha, Poke-Catch. Habe ich noch einen Hyperball? Nice, ich habe noch einen Hyperball. Nice, und ich habe nochmal einen Hyperball eingekauft zur Sicherheit. Kannst du knicken? Das, der gehört mir. Oha. Da kämpfe ich aber gerne mit, Leute. Ah, wie setzt sich auf Normal-Pokémon immer Geistattacken ein, ich Idiot? Kann ich damit mal aufhören? Ja. So, also keine Ahnung, ich mochte den Ninja-Tom halt schon immer, deswegen nehme ich das auch gerne an. Erst knack ich das Vieh und dann deine Mama. Und Zitat. Ja, hat er das gesagt? Eieiei. So, die Züchterin hier haben wir auch besiegt. Sehr schön. Hier waren die Entons, genau. Hier war der Blumenland oder so. Das ist in seinem Handyspiel, ehrlich. Nee, hier ist gar kein, hier ist ein Café, ne? Ach, und die wollen ja auch noch kämpfen. Die sollen arbeiten hier. Ey, da muss ich wohl mal. Ich möchte mit dem Besitzer sprechen. Hallo, mit dem Manager bitte. Gibt's ja nicht, ey. Die sollen hier arbeiten und wollen kämpfen. Nee, Erik, nein. Einfach nein, Erik. Erik kriegt einfach ein fettes Nein. Ah, hier will noch einer kämpfen. Der darf wenigstens. Der hat Zeit. So, wer bekommt es? Was? Ja, der Profi, Digga. Der Profi. Scheißbot. Raus damit. Also ich fand das alles fair hier. Ich habe halt einen Hyperball geworfen, ne? Was soll ich sagen? Hyperball sollte da auch gut durchziehen. Ich will unsere ROM löschen, mach das. Und meine Arbeit. Ein paar von den Leveln habe ich ja dann noch auf der Festplatte, alles gut. Ey. Und dann lösche ich mich. Okay, mach das. Das Muggelbaum sieht auch schon wieder weird aus hier. Schockwelle sollte auch nicht so stark sein. Okay, Schockwelle one-shotted. Hab nicht gefragt. Dann machen wir bitte nur eine Schockwelle. Zack. Okay, das reicht dann aber wiederum nicht. Beides zusammen so. Level 27, let's go. Erik Level 26, noch ein Mogelbaum. Komm. Nächste Schockwelle. Okay, Volltreffer, let's go. So. Dann haben wir hier alle fertig gemacht, würde ich sagen. Ah, komm, gib mir eine Flasche. Die Kumulmilch, also hier ist doch, hier sitzen die alle in der Kneipe und trinken ihre Kumulmilch, ne? Das sind welche, ey.
Okay, Trost und Elise nach Elises. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin, ne? Schauen wir mal, aber vorher nochmal nach Hause hier, oder Trost und zurück nach Hause. Allen unsere Pokémon. Okay, ich überlege halt echt, dass, wann wir dann backtracken wollen für das Knackrack. Ich habe auch die Höhle vergessen. Was in der ersten Höhle? Bin unsicher. Wäre auf jeden Fall cool mit in unserem Team aufzunehmen. Ich habe vergessen, was war ein Lavita eigentlich für ein Typ? War es nur Gestein und Boden? Okay, wir haben Gestein und Boden. Wir haben ja Eis und Geist. Eisgeist ist auch ganz schwierig vom Reim. Und dann haben wir hier noch Elektrogeist. Ja, er ist auch Kampf, ne? Feuerkampf. Also das ist ganz cool, unser Team eigentlich, dass wir so viele verschiedene Typen damit haben. Dann kommt halt noch, glaube ich, Drache. Und Drache, Knackrack? Knackrack ist ein Drache, ne? Oh, die Musik. Auch ohne Fahrrad die gleiche Musik? Ja, ohne Fahrrad haben wir dieselbe Musik. Sehr, sehr schön. Nice, wenn ich selbe und gleiche hintereinander wegverwende. Obwohl es unterschiedliche Sachen sind. Naja, passiert. Ach, Bo ach, das ist auch noch von Typ Boden. Okay. Also natürlich ist es vielleicht schwierig, dass wir dann so viele verschiedene Typen haben, die man natürlich auch easy. Das ist doch von Typ Gestein, oder? Oh, hier ein Tempohieb drauf. Oder Flammen. Ja, Flammenrad wird nichts bringen. Versuche ich gar nicht erst. Oh, nicht von. Oh nee, nicht verwirren. Ich hasse Verwirrung. Und Sondersein. Komm. Komm, 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 Panpyro. Oh, Panpyro. Ständig. Ja, Drache Boden ist interessant. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass nur Drache ist. Boden hätte ich jetzt nicht gedacht, aber stimmt, das kann ja nicht fliegen, ne? Dann darf es ruhig so sein. Ja, hier bräuchte ich, was bräuchte ich gegen Schilderus? Schilderus ist Boden, ne? Flug war gut gegen Boden, ne? Ich muss mal in die Effektivitätstabelle kurz gucken. Ich muss nämlich noch lernen dann. Wasser, Pflanze, Eis. Eis, Da ist am Ende Gestein und Licht. Ah, okay. Gut zu wissen. Gut, dass man dann nie auslernen kann. Was, wie Eis? Ich fand Typ Boden, ist das Typ Gestein oder was? Ey, 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 ey. Oh, nochmal Unheilböen. Let's go. Ey, wir dürfen schon wieder heilen gehen, ey. Okay, Top-Elixier. Also eigentlich sollten wir uns wieder heilen gehen. Ey, wieso diese Sportler, ne? So langsam fucken sie mich aber auch ab, ey. Was? Okay, TM66. Stahlgestein. Okay. Da, da hätten wir ja mit Feuerattacken kommen können. Da hätten wir ja mit Feuerattacken kommen können. Das wäre ja auch strong gewesen, ey. Oh, hier ist noch ein Trainer. Vielleicht wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! Ja! Medite. Ja, versuchen wir es wieder mit der Schockwelle. Regnet weiter. Okay. Ja, komm, noch ein Medite. Schockwelle, die zweite. So, und ein Mascholo. Ja, komm, auch Schockwelle. Also hier alle ab. Let's go. Und ein Mag. Was? Ein Magmaisierer. Da machen wir ein bisschen Magma zu Magwand mit. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. So. Oh, hier war noch ein Trainer, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Die Bunke finde ich auch cool. Vielleicht nehmen wir auf unserer Reise und später auch ein Klibunkel mal mit. Obwohl ich mir dann denke, ja, Klibunkel fühlt sich dann trotzdem so nichtssagend an. Das ist das Problem. Klibunkel ist so eine Mischung aus nichtssagend und ja, Klibunkel halt, ne? Also ich finde es halt ganz cool, eigentlich. That's right. I don't know. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich überlege halt wirklich, ob man Klibunkel dann spielen möchte im Remake oder nicht. Wie gesagt, auf einer Seite ja, auf der anderen Seite einfach nein. Oh, Donnerblitz ist nice. Das könnten wir unserem Arc beibringen. Ja, diese ganzen Jogger, ne? Dafür nice. Um Zeit und Raum miteinander zu vereinen, wurden drei Wesen geboren. Zack. Aber ist das wirklich so?
Arceus, Palkia und die Eiger. Wollen Palkia und die Eiger nicht von Arceus erschaffen, weil Arceus der Pokémon-Gott ist? Bin ich da jetzt falsch? Das ist nicht eigentlich Quatsch, dass es die drei gleichzeitig gab. Jo, kommt ran hier. Ja, ich will auch in die Schleier-Arena. So. Schockwelle, Panpyro ruhig und hier Eissturm drüber. Wir müssen halt das Panpyro töten. Wenn wir das Panpyro nicht töten, tötet das uns. Zack. Sehr schön. Ja, kann er ruhig Finte einsetzen. Ich dachte, Finte ist eine First-Hit-Attacke. So, Schockwelle. Oh, Gyarados, das ist Flug und Wasser, ne? Ja, das gefällt mir. So, das andere ist auch besiegt. Zack. Die Schockwelle one-shottet, ne? Sehr, sehr schön. So muss ich das, so muss das. So habe ich mir das vorgestellt. Ein Kadabra. Ja, machen wir noch eine Schockwelle. Und Unheilböen sollte reichen, hoffe ich. Ja, sehr schön. Geist ist gut gegen Psycho. Lerne ich auch mal wieder was Neues. Also ich habe ja halt die ganzen Effektivitätssachen noch nicht drauf. Oh, hier geht es nach Schleierde jetzt erst. Ups. Aber egal, hier wollten wir ja eigentlich eh hin, ne? Eigentlich wollten wir eh nach Schleierde, aber... Oder Schleiede? Schleiede, ne? My bad. Sollte es vielleicht auch richtig aussprechen. Oh, hier gibt's noch eine Spielhalle, ne? So ein Ding ist das nämlich. Ah, hier ist die Arena. Lucius, schieße, nimmst du die Herausforderung in deinen Arenen an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker, oder meine ich das nur? Was ich hier mache? Oh, ich habe mir die Spielhalle angesehen und... meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... wie noch so, er hat die Ohren steif und sieht sich wieder... Der ist fucking Glücksspiel... Monte, warte! Der ist fucking glücksspielsüchtig! Das ist Monte! Sehr safe, oder? Fucking glücksspielsüchtig, Lucius, ey. Ja, ich habe mir die Spielhalle angesehen, ja. Du hast dein letztes Geld verzockt hier, mein Freund. Eieiei. Monte, ey. Geht der einfach. Aber Monte, neuer Style, ne? Schicke Klamotten, muss ich ja sagen. So, ist hier das Einkaufszentrum? Kaufhaus, let's go, da wollen wir hin. Hier wollen wir hin. Entdecke ein neues Kaufhaus von Schleiede. Ich will wissen, was auf jeder Etage ist. Okay, hier sind Tränke. Cool, wir können auch mal ein paar Tränke shoppen. Wir brauchen später Hypertränke. Dann nehme ich hier mal direkt mal 15 mit, würde ich sagen. Weil Tränke sind einfach unfair im Pokémon. Die sind einfach overpowered, genauso wie X-Angriffe und so ein Kram. Hyperbälle, da sind sie. Yo, ich nehme 40. Let's go. So, was wollen wir noch haben, ist die Frage. Was gibt's hier Schönes? Okay, hier gibt's X-Angriff und so ein Kram. Das wäre halt unfair, wenn wir X-Angriff spielen würden. Weil, würde ich nur in der Nuzlocke spielen. Ja, gib mir den Zähler. Nice. Wir haben den Zähler bekommen. Was? So. Oh, was? Protein? Okay, Protein empfiehlt die. Brauchen wir nicht. Zack. Okay. Hier den Schutz am Anfang der Runde, bla bla bla, was ist das? Eine Wand aus Licht. Okay, das sind nur Supportive-Attacken. Gegner wird ordentlich eingeheizt, kann eventuell Verbrennungen hervorrufen. Das ist, glaube ich, Hitzekolle. Der Gegner wird von einem mächtigen Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann. Das ist aber Blizzard hier wahrscheinlich, ne? Attacke über zwei Runden, zunächst wird Sonnenlicht absorbiert, Starstrahl. Irgendeine Kampfattacke, die stark ist. Ja, was wollen wir davon haben? Blizzard will ich, glaube ich, haben. Oh, Donner will ich nicht haben. Hitzekoller möchten wir haben für Panferno. Was bist du hier noch? Nehmen wir einfach mal mit hier, zack. Schauen wir jetzt mal Beutel. So, Toxin, Blizzard haben wir jetzt einsetzen. Zack, ja. Hier, zack, ja. Und Konfusstrei weg. So, ach, Feuersturm ist das, okay. Okay, dann setzen wir erstmal Feuersturm drauf. Wo haben wir unser Glück? So, Flammenrad, Kratzfurie weg. Aber noch Fokusstoß, okay. Okay, Fokusstoß brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hätte noch Donnerblitz, ne? Ja. Warte, Donnerblitz ist 95 Stärke, 100 Genauigkeit. Donnerblitz ist so stark, ne? Donnerblitz bitte einmal lernen für... Ach, hier ist von Frühstrahl.
Auch weg, oder? Schockwelle? Ne, Schockwelle weg. Komm, Schockwelle. Nein, Schockwelle war das. Ah, Schockwelle war, glaube ich, das Falsche. Können wir Toxin jemanden beibringen? Oh, wir könnten ihm auch Toxin beibringen, lol. Ne, machen wir nicht. Ich glaube, jetzt habe ich die falsche Attacke weggenommen, ne? Moment. Ja, ich wollte Donnerwelle wegnehmen. Na egal, Donner. Ist egal, Donnerwelle verlernt es schon noch. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Wir haben genug Hyperbälle. Eigentlich müssen wir jetzt komplett backtracken durch die ganze Region, aber ja, ohne Fliegen sollten wir das vielleicht nicht. Oder vielleicht mit Teleport oder so, wenn wir hier in dem Pokécenter. Ach, egal. So, wir können ja auch mal in die Spielhalle selber gucken, weil wir sind auch glücksspielsüchtig. Wechselstube gibt es uns und wir geben dir Preise, okay. Schauen wir doch mal rein hier. Komm in der Spielhalle, okay, wir müssen Münzen, aber du hast keinen Münzkorb. Genau, wir haben keinen Münzkorb. Ey, die Musik, ey, die vibet ja richtig. Okay, jede Musik in der vierten Gen vibet, aber das vibet ja hart, oder? Alter, ich will hier bleiben. Alter, die Musik ist ja harter Vibe. Ey, geiles Spiel. Die Spielhalle ist echt geil. Obwohl Schlaede mit ihrer ruhigen Musik auch nice ist. Ey, was soll ich sagen? Läuft, läuft, läuft. Oh, eine Kampfarena. Was ist denn eigentlich gut gegen Kampf? Das muss ich jetzt auch mal nachgucken. Kampf, 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 Kampf. Flug, Psycho ist gut gegen Kampf. Nicht so gut ist Käfer, Gestein und Unlicht. Der Rest ist neutral. Okay. Ja, Psycho-Flug, genau. Ja, ich muss das halt so ein bisschen lernen noch, deswegen. Da bin ich noch nicht so gut. Packen wir mal vom Pyro nach vorne. Komm ran hier. Oh, ein Marschock. Oh, vom Level her, aber ganz schön strong schon hier. Wie stark ist ein Tempohieb? Gar nicht, ne? Dann machen wir noch ein Flammenrad. Let's go. Ein wildes Onyx ist erschienen. Oh, das Onyx ist zu groß. Lol. Soll ich das vielleicht immer ein bisschen höher schieben? Okay. Zack, setzen wir noch ein Flammenrad drüber. Ah, schaffen wir noch eins. Sehr schön. So. Okay, er hat keinen Hunger mehr. Ich habe nicht genug Pizza gegessen. Okay. Er hat aber nicht genug gegessen hier. Ach, wir können. Ach, wir können hier die Wände verschieben. Ach, so ein Ding war das hier. Okay. Dann müssen wir da oben die Wand noch verschieben. Mache ich denn das hier am Klügsten? Wie komme ich da oben lang? Was bringt mir. Sollte ich das hier vielleicht verschieben? So. Und das bringt mir gar nichts. Und das bringt mir nichts. Also, ich das noch da verschieben muss und. Das hier muss ich hier wieder wegnehmen. So. Ja, komm. Ich mach dich fertig, kleiner Karate. Tipp, die ganzen Trainer haben sowieso nur Kampfattacken. Das war Stitch und ich sind komplett immun und killen alles dort. Ehrlich? Ihr seid immun? Ihr seid immun. Let's go. Was für immun? Da kam direkt ein Karate-Schlag durch. Was für immun. Habe ich nicht gesehen, die Immunität. Oh, Geowurf kam noch durch. Gibt's ja nicht. Okay, Level 8. Oh, Finsteraura. Eine Unlichtattacke, ne? Nice. Let's go. Der Finsterattacken oder Unlichtattacken, desto besser. Mit die Attacke Gesichter. Ach so. Okay, Argument. Das klingt nach einem Argument. Okay, ich muss hier drüben noch hin. Ich wollte schon sagen, was ist denn das hier schon wieder für ein Scam, mein Freund? Habe ich das hier weggeschoben? Ah ja, okay. Einmal das hier hingeschoben. Muss ich hier oben einmal durch? Ja, müssen wir. Ja, müssen wir jeden Kampf machen. Den Geister vom Kampf und normal getroffen. Was? Durch die Attacke Gesichter können Geister vom Kampf und normal getroffen werden. Ja, man lernt ja nie aus, ne? Wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Puh, Konfusion ist böse. Lull. Ja gut, dann machen wir es gleich beim Arena-Leiter halt richtig, ne? So, hätte ich das hier. So müssen wir es schieben. Dann schieben wir das hier oben noch einmal, zack. Dann geht's hier einmal rum. Wir schieben hier einmal. Und zurück. Ei, stressig, stressig, stressig hier, ey, die Arena. So, der muss uns durchlassen. Gegen den hier haben wir noch nicht gekämpft, glaube ich. Aber auch ja, oh, ich glaube, den haben wir Avoided bekommen. Ich glaube, der hätte uns kämpfen wollen, ne? So. Gute Hilda, wenn ich das richtig gelesen habe. Let's go. Dim, dim. Eine auch schon mal einen weiteren Hilda. Ja, let's go. Zack. Oh, ein Blizzard direkt, oder? Nice. Und Erstauner hinterher. Oh, oh. Nochmal zwei Erstauner. Oh, Lucario, hallo. Kann man einstellen über Lucario. Auch nicht super. Hm. Lucario macht hier viel Schaden. Hör mal Erik raus. Oha. Feiert. Oha. Oha. Schwierig. Machen wir einen Feuersturm. Let's go. Das ist Boden. Okay. Ja, wusste ich nicht. Lull. Hätte ich mal aufpassen sollen, glaube ich. Hätte ich aufpassen sollen. Well, let's go. Und ein Marshock. Gegen Marshock holen wir natürlich hier wieder raus. Zack. So. Und machen einen. What? Oh, das wäre auch jeden hitten. Ich habe selber nicht dran gedacht. Auch gut. Haben wir beide nicht dran gedacht, ey. Eieiei, hat das Damage gemacht. Reicht hier ein Erstauner? Nee. Der Erstauner hat hier leider nicht gereicht. Wari kann halt gefühlt alles. Ja, das ist cool. Lucario kann echt gefühlt alles. Oh, noch ein Hypertrank schon wieder hier. Gibt's denn nicht, ey. Also wir dürfen zweimal Donnerblitz einsetzen, zack, und gewinnen damit. 7200 Poké-Dollar ist natürlich auch lecker. Das war eine schwere Niederlage für mich, ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Siehst du ja hier, den Bergorden. Bergorden von Hilda. Ich sollte dir den Orden erklären. Mit diesem. Oh, ich kann Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Aber wir brauchen jetzt Fliegen, ey. Da können wir uns unser nächstes Team-Pokémon ziehen. Können uns unser nächstes Team-Pokémon dann ziehen, let's go. So, der wird dann nie wieder rauskommen hier, der Typ. Hat er auch gar nicht verdient, so, wartet. Ah, ne, der darf ich gar nicht weiter verschieben, schade. Ich würde sagen, hat er nicht verdient, ey, den sperren wir da ein, aber... So, ja, der Glücksspielsüchtige wieder hier. Onte Doppelpunkt, hallo Shizu, kannst du mir bitte helfen? Ich habe es auf Versehen meinen Pokédex fallen lassen, Team Galactic hat ihn weggeschnappt, okay, und nun wollen sie ihn nicht wieder hergeben, bitte hilf mir. Leute von dem Gelände des Teams Galactic, bitte kommen. Er hat also so hart reingegambelt, dass er seinen Pokédex verpfänden lassen hat, verpfänden lässt, bei Team Galactic. Jetzt möchte er, dass wir den zurückkaufen. Nee, da gehen wir wieder, oder? Das können wir uns nicht antun. Ey, der wird hier ne? Ey, da wundert mich, dass er noch Klamotten anhat, der Gute. Wundert mich, ey. Der zieht sich hier selber aus letztem Hemd aus und dann will er auch noch unsere Hilfe. Das sind die Glücksspielsüchtigen von heute. Erschrecklich. Ja, komm, dann knallen wir die jetzt mal weg hier. Ich zahle deine Schulden, ja komm. Ich habe gerade 7200 Dollar verdient. Wir zahlen deine Schulden. Let's go. Oh, süß. Das sind doch zwei süße Pokémon. Zack, Initiative runter, Leute, gegen... Ich dachte eigentlich, dass die beide... Dass ich gegen beide eigentlich gleich stark bin, ne? Aber Papinella kriegt halt lieber aufs Maul. Apodok ist, glaube ich, von Typ Psycho und andersrum nicht, ne? Was war Weckruf? War das sowas wie Aufruhr? Geht großen Schaden bei einem Flachen an, weckt ihn aber auch damit auf. Okay, nicht lernen. Okay, Windstoß. Das Pipi interessiert mich auch nicht, das kann er ruhig besiegen. Oh, das interessiert mich aber. Blizzard würde auch beide treffen. Oh, Leute, trifft sogar. Nice. Nice, Blizzard ist so strong und wir hitten es immer. Let's go. Ja, komm, wir hitten es immer. So will ich das sehen, Spiel. Let's fucking go. Boah, 4000 Dollar wieder gemacht. Siehst du, wir kriegen dir den Pokédex zurückgekauft. Ich hab das Geld, Junge. Okay, er hat ihn wieder, ne? Oh, im Weidebock geht's weiter mit euch. Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straße und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Vielen Dank, Shizu, ganz ehrlich. Und Professor Albi jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte. Ich mag gar nicht dran denken. Aber Shizu, was hast du nun vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. Im Großmoor dort leben viele Arten von Pokémon.
Ja. Oder ist unsere Herzhofendame die fünfte Arena? Das ist die Frage. Oh, hier ist Fliegen. Nice, das wollte ich haben. Hey, was haben wir denn hier? Du gehörst hier nicht zum Team Galactic, du bist hier noch ein Kind. Wir mit der Energie von Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht's gar nicht. Okay. Können wir jemanden Fliegen beibringen? Kann so ein Rotom fliegen? Kann so ein Rotom fliegen? Nein, 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 nein. Okay, niemand kann fliegen. Oh, im Trainerpass. Oh, ja, fünfte Arena. Siehst du, habe ich sogar richtig geraten. Nein, kann ich nicht. Ach, Ark, weißt du, ich möchte nur eine Sache mal von dir und dann kriegst du das nicht mehr hin hier. Schwach, Ark, schwach. Jetzt muss man noch eins suchen, ey. Muss ja echt noch ein Pokémon suchen. Einfach schwache Leistung, Ark, was soll ich sagen? Da will ich dir einmal eine CD reinwürgen, die du können sollst. Bin voll OP, hallo? Ja, das stimmt auch. Du bist halt leider wirklich, das heißt leider, bist halt wirklich OP. Das kann ich nicht verneinen. Eieieiei. Ah, fuck, nee, Zwischenattacken sind hier gut gegen mich, ne? Eissturm, komm. Rette mich, Eissturm. Ah, nee, doch nicht. Konfusion hat keinen Schaden gemacht. Let's go. Müssen wir wieder in den Kraterberg? Riesentafel. Zwei sind Materie. Was? Materie, drei sind Geist und bringen gemeinsam die Welt. Ah, ja. Storytechnisch hat das Spiel hier echt Bock, ne? Ah, wir gehen hier mal außen rum. Oder auch nicht. Geist auf Zielshow. Oh, Latias, das brauchen wir. Oh, das ist sehr effektiv, ehrlich. So, zack. Oha. Was hielt sich das so? So, Beutel, Bälle, Hyperball. Das wird unser Flug-Pokémon, oder? Okay, so natürlich nicht. Komm, nochmal Hyperball. Ah, oh, Hyperball, komm. Nochmal, komm. Bitte, 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 komm. Jetzt bleibst du drinne. Ei, Latias. So nicht, mein Freund, ne? Ey. Was lässt sich das nicht fangen? Hallo? Was ist denn das? Nächstes Pokémon rufen, aber sowas von, ey. Wir verwerfen jetzt hier unsere Bälle, ey. Oh Leute, nee, es heilt sich nächste Runde wieder, ne? Ei. So, wann läuft Bodyguard aus? Ah, jetzt geht es auf jeden Fall, okay. Der Steiner sollte nicht so viel Schaden machen, oder? Sehr schön. Oder können wir Donner. Nee, fuck, nein, Donnerblitz kann ich nicht machen. Ich hätte gesagt, fange ein normales Mon, was fliegen kann, aber er will gleich die ganze Hand. Du bist sehr optimistisch. Wie, warte mal, ist es nicht sehr effektiv, Donnerblitz? Eieiei. Aber ist Donnerblitz nicht so effektiv, ey. So, jetzt noch ein nächster Hyperball. Wir holen uns das jetzt. Ja, keine Ahnung, paralysiert und im roten Bereich. Das muss da drinnen bleiben, oder? Einmal? Einmal. Das ist, so wie ihr Bruder, sind Drache Psycho. Ja, es wäre ideal für unser Team. Auch wenn ich jetzt am Ende zwei Drachen-Pokémon habe, aber Drache blockiert. Also Drache ist gar kein Flug. Oh lol. Latias kann schon fliegen lernen, oder? Ey, Latias, komm! Das kannst du mir jetzt nicht antun hier. Ich hab dich komplett down. Einmal? Einmal? Was ist denn? Was hat denn Latias für eine Catchrate? Ey, Latias, was hast du für eine Catchrate? What the fuck? Glaube nicht, wehe, wenn es das nicht lernen kann, ey. Ja, es kommt ja wieder mit Wunschtraum, ey. Komm, 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 komm. Einmal? Einmal. Als ob das so schwer ist zu fangen. Ja, genau, verletzt dich selber. Keiner mag dich, ey, Latias, ey. Schon wieder Wunschtraum, ey. Pff. Okay, Latias. Wollen wir auch nicht haben. Wollen wir auch nicht haben. Was soll ich sagen? Wen haben wir hier? Die Eiger? Nee, Shay. Oh, Shaman.
Shaman ist auch cool. Oha, nächstes Pokémon rufen. Shaman ist auch cool, hätte ich auch gerne. Bündet Blut das? Nee. Und wir haben es verbrannt. Glauben die 3%? Auch 3% auch! Das hier auch 3%! Da kommen wir einfach Pokebälle. Werfen wir ein paar Pokebälle erst, damit, Ja! Was? Was? Bitte? Was? Ich werfe zum Spaß die Pokebälle, damit es sich selber runterbrennt. Oh, das hätten wir natürlich sofort mit... Okay, wofür habe ich Hyperbälle gekauft? Für wen? Für wen habe ich Hyperbälle gekauft? Ja, noch eins brauche ich nicht. Ja, das nächste hier nieten wir direkt mal um. Zack. Nämlich null dankbar hier für das Pokémon. Oh, Zauberwasser, okay. Um mein liebstes Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Jo, habe ich gesehen. Ja, nice, wir haben Shaman. Und ich frage, was er damit jetzt anstellt, ob wir das wirklich ins Team aufnehmen. Weil wir wollten ja auch ein Pflanzen-Pokémon noch, ne? Also, wir hatten alle Legis-Weifen schon so außer Arceus, der nur einfach sind, aber ab der. Gehen dann fast jedes Legi 45%. Ehrlich, so hoch? Das ist ja dann aber auch wieder zu hoch, oder? Also, das finde ich dann wiederum lame. Er sucht nach seinem Lieblings-Pokémon und hat nur Bammelin oder was? Ei. Machen wir es mal so hier. Oh, falsche Attacke. Oh, ne, doch richtige Attacke. Ich würde eigentlich Steinhage setzen, aber so geht es natürlich auch. So. Oh, ein Voltilam. Voltilam finde ich halt auch mega, ne? Aber Voltilam wird kein Teil unseres Teams. Oh, ne, ich wollte nicht in den Kampf rennen. Fuck! Nein! Ein wildes, was Imantis. Imantis kommt auch öfter, ne? Habe ich das Gefühl. Da kommt Flammenrad drüber. Oh, es reicht nicht. Oh, wir leben. Let's go. Ein Kleinstein. Ja, komm, gegen Kleinstein kannst du auch stehen bleiben. Wir machen nämlich einen Tempo-Hieb drüber. Tempo-Hieb reicht nicht. Hieb hat nicht gereicht. Erik, komm. Erik, it's your time to shine. Finster-Aura. Zack, weg damit. Und das Bronze holen wir uns auch noch. Ist zurückgeschreckt, nice, direkt nochmal, komm. Die Grenze ist auch uninteressant, nice, Sondersensor tötet uns nicht, sehr schön. Und zack, Junge. Sehr, sehr schön. So will ich das sehen hier. Oh, ein Lepomentas, wollen wir wahrscheinlich auch nicht haben. Was für Finale! Uff, Erik, 26 Erfahrung, nice. Lepomentas kann übel hart leveln, wenn wir es wollen. Eieiei. Bräuchten aber immer noch ein Flug-Pokémon. Keiner will das gute Imantis hier haben. Leute. Gibt's ja nicht, ey. Glaube, ich muss ab und zu auch mal was schreiben, damit ich auch das Pokégeld kriege, ne? Das ist eine ganz traurige Geschichte. Sonst bin ich nämlich total arm. Hab schon eins. Ja, aber du bist doch der Verkäufer hier. Das ist schlecht. Ach, hier sind übrigens die Meteoriten. War hier oben eigentlich noch? Bei der Team Galactico, weil wir träumen vom Universum. Ah, hier muss ich noch rein, oder? Oh, komm, das ist Team Hauptquartier, das ist die Erde Team Galaktik-Gebäude. Du hast mir schon Energie für alle. Okay. Okay, bliblablub. Okay, die labern alle nur Quatsch. Okay, kommen wir hier rein. Tür ist verschlossen, du brauchst einen Spezialschlüssel. Okay. Kriegen wir wahrscheinlich in Weidenburg. So, gibt's hier unten rechts noch was? Nee. Gibt's halt nur die Deoxys-Meteoriten. Alles easy. Dann müssen wir aber unten in die nächste Stadt gehen. Schauen wir mal, ne? So, ja, Surfer können wir noch nicht. Oder gibt's hier noch ein Flug-Pokémon für uns? Wir gucken überall mal so ein bisschen. Ja, Bammelin, du bist leider kein Flug-Pokémon. Abgelehnt. Ja, mal gucken, ob wir noch was anderes hier finden. Richter, du bist auch kein Flug-Pokémon. Abgelehnt. Und Lepomentas, das ist eh wieder Finale ein und versuchst mich zu töten. So, machen wir es so hier. Let's go.
Moment, das levelt gut, muss ich sagen. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel, ich weiß, wie es ausgehen wird. Ein Rat von Spieler Fedor. Oh, der war wohl auch im Casino, ey. Automaten gedreht. Warum setze ich zweimal Blizzard ein? Ist so riskant. Unheilbö, können wir auch mal machen. Zack. Und Erstauner, sehr schön. Oh, Level 30 ist Erik. Dann entwickelt sich Erik jetzt endlich das erste Mal, ne? Ja, let's go, nehmen wir an. Komm, zeig mir die Entwicklung. Ja, let's go. Hey, Erik entwickelt sich. Dim, 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 dim. Let's go. Glaube ich, lasse den EP-Teile aufheben. Ich glaube, er muss sich auf 55 oder so nochmal entwickeln, ne? Glückwunsch, dein Erik wollte zu Pupita. Pupita. Sehr schön. So, den Trainerkampf wollen wir natürlich auch mitnehmen. Was? Dann hast du. Du hast ein Pokédex. Wie, weil ich ein Fahrrad habe oder was? Wie kommt er darauf? Wie kommt er darauf, dass ich ein Pokédex habe? Weil ich ein Fahrrad habe. Anders kann es nicht sein, oder? Leute mit Fahrrädern haben Pokédexe. Oh, hab ich mich erschreckt. Alexa hat geredet. Alexa, stopp! Ah! Hilfe! Ah! Hab ich mich erschreckt! Ah! Hilfe! Herzinfarkt! Alexa! Ich hasse dich! Oh! Hilfe! Oh! Oh mein Gott! Hilfe, habe ich mich erschreckt, ey. Als Alexa losgegangen. Hilfe! Mein Herz, ey. Der Schrei war sehr männlich. Ja, du musst doch meine Point of View Horror Game Spiele hier sehen, wie bei Celeste oder so. Ich schrei immer so. Ah! Ah! Mein Herz! ey, ich darf keine Horrorspiele spielen oder sowas, ey. Das ist echt schlimm. Pokémon ist auch schon ein Horrorspiel, ey. Alexa ist auch ein Horrorspiel. Habe ich mich erschreckt. Ey, da war ich gerade sehr schreckhaft. Was willst du noch von mir? Alexa, stopp! Ey. Das ist ja schrecklich. Ey, mein Herz. Ey. Jetzt muss ich erstmal wieder Ruhe finden hier, ey. Das ist ja gruseliger als das komische Mädchen, was dann in den Pokémon-Teilen irgendwann einfach so random rumgelaufen ist. Lol. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Nee, möchte ich nicht. Wollte ich einen Grund und Boden stampfen, Regina. Oh, Madame. Ja, machen wir einen Eissturm drüber. Wird zwar nicht viel bringen, nee, machen wir mal Stauner. Yo, ja, macht doch noch 7 Schutzschilde. Okay, Eissturm machen wir. Ja, Eissturm ist besser. Zack. Ey, ey, mein Herz. Oh, Leute, direkt ein Encounter und... Ah, Sichlor. Sichlor wollen wir nicht. Sichlor ist hier nicht das Pokémon, was wir benutzen wollen. Yo, was ist das für ein Beyblader? Alter, der ist auch in der Welt von Beyblade groß geworden, oder? Oh, liegt ein Item. Ein Aufwecker, süß. So, wie wär's mal mit... Oh, kein Sichtloch. Ich hätte gerne ein Pokémon, das fliegen kann, ey. So, nehmen wir den noch nur mit. Ich habe die Präsenz eines Trainers geschwind, das warst du. Ah ja. Let it rip, ja genau. Fischo Eckert. Nee, Eckbert. Eckbert, nicht Eckert. Eckbert. Lass mal wieder lesen lernen hier. Okay, und gegen Kadabra machen wir Stein. Ja. Steine sind immer gut gegen psychische Pokémon Kappa. Nee, sind sie nicht, aber Unlichtattacken sind. Sehr schön. Das war echt entspannt für uns. Oh, den Pokéball, da wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Oh, oh, Lord, er dreht sich. Ja, wir wollen ihn ja eh mitnehmen. Das ist ein Pokémon-Sammler. Okay, Pokémon-Sammler Georg. Georg, nice, ne? Let's go. An Pyro, komm raus hier. Ja, Megasauger ist echt süß. Nehmen wir mal ein Flammenrad drüber. Und noch ein Roselia, nice. Man kann ja gleich stehen bleiben. Sehr, sehr schön. Erik Level 31, sehr schön. Und warum, weißt du, warum nennt man sich Pokémon-Sammler, wenn man dreimal dasselbe Pokémon besitzt? So, what the fuck? Warum sollte das ein Mensch tun? AP Plus gefunden, nice. Da oben im Kampf so, gehe ich jetzt vielleicht mal nicht hin, weil wir jetzt hier schon weiter sind, lol. Könnte man machen, aber ja. Latias, ne?
Sag weg damit. Sehr schön. Oh, hier unten ist sonst nichts. Oh, ein Setra-King. Okay. Oh, es war ein Volltreffer. Lull. Unheilböen. Reicht nicht, oder was? Erstauner. Erstauner reicht. Schön. Aber auch interessant, dass hier Setra-King rumrennt, ey. Krass, krass, krass. Okay, hier ist nichts. Das Kühnheitsufer, ehrlich? Am Kühnheitsufer? Ja, wenn wir dann erstmal Surfer haben, ne? Okay, hier ist das Kühnheitsufer. Vom Kühnheitsufer kommen wir entweder hier nach rechts in die nächste Stadt oder nach links. Okay, wir dürfen da eh noch nicht rein. Hat Fokusband gefunden. Nice. Ja, was soll ich nur tun? Ich habe tatsächlich sogar schon einen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Mit dieser Affärenlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin sicher, ich hatte ihn noch, als ich ihn verlassen habe. Okay, dann gehen wir mal dahin, oder? Hier ist keine Rezeption. Was wir natürlich machen können, ist mit dem Itemradar gucken, ob hier irgendwo ein Item liegt. Ah, hier ist halt auch keine Rezeption. Das 7-Scheine-Restaurant, okay. Oh, Kühnheitsufer immer noch. Was ist. Hier wohnt jemand, ist okay. Hier die Rezeption? Okay. Okay. Okay, hier liegt auch nichts. Vielleicht hier draußen. Oh, ist er das? Wehe, das ist er. Nee, Seidenschal, okay. Seid ihr auf der Seite vielleicht noch was? Okay, dann können wir der Guten erstmal nicht helfen. Bin ich unserer Abteilung, lol. So, wen haben wir hier? Ich kann auch kämpfen. Okay, dann kämpfen wir los. Bidifass. Ja, ein Bidifass. Ich kann auch kämpfen und mit einem Bidifass, ey. Oh, und das surft uns auch noch weg. Das ist viel schlimmer. Ach, es ist ja Typ Normal. Oh, ich vergesse immer wieder diese ganzen Typ Normal-Pokémon. Ja, ey. Oh, ein Donnerblitz drüber sollte helfen. Hilft auch. Sehr gut, Arc. Starke Leistung. Sehr, sehr schön. So, was macht das andere kleine Kind hier? Ist ja nicht schön. Ich mag meinen Schwimmreifen. Ja, dein Schwimmreifen. Interessant. Kein Ding, immer wieder gern. Starke Leistung, wirklich. Wichtig. Wichtig und richtig. Das ist aber nicht Typ Normal, Hobby. Da kann ich, glaube ich, in der Stauner drüber ziehen, ey. Komm, testen wir es mal. Level 30. Nächstes Pokémon Level 30. Sehr schön. Unheilböen, zack. Reicht nicht, ne? Uff, ey. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du mich rauswirfst. Ja, meinst du, wir werfen dich noch raus? Welches Elektro-Pokémon findest du besser als Rotom? Das ist jetzt die nächste Frage. Aber da ist nicht viel Luft nach oben, oder? Komm ich hier überhaupt weiter? Ja, ne? Ach, ich komme hier sogar weiter. Nice. Tausch nach da, zack. Und den hier ansprechen. Okay. Okay, der will nicht kämpfen gegen... Ja, kämpfen? Ah, der will kämpfen. Let's go. Carpador, wuh. Der hat die starken Pokémon hier, der Junge. Der hat die starken Pokémon. Oh, Garados hat er aber auch. Aber Garados ist genauso stark wie sein Carpador für uns, außer dass es uns gut levelt. Und Remoraid, was wir in Remoraid machen, ne? So. Schritt, Schritt, was Haus, Fußabdrücke überall. Ah, da gibt es wahrscheinlich hier diese Muscheltausch da. Muss ja nicht unbedingt ein Elektromon sein. Wenn das Pokémon cool oder nützlich ist, nehme ich alles. Ah, die Strategie. Also ich denke mir so, okay. Ein bisschen ist unser Team schon gesettet. Wir wollen ja noch einen Knackhaken mit aufnehmen. Dann haben wir halt auch nur noch einen Slot. Und ich denke mir nicht, dass ich jetzt noch stark mein Team umändern möchte. Außer natürlich, wir sind plötzlich so, oh, das wollen wir haben. Dann ändern wir natürlich noch was. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt so schnell passieren wird. Wir haben ja auch noch so viele Pokémon zu benennen, weil wir einfach keine Zuschauer haben. Dass wir da natürlich auch ein bisschen schwach noch sind. Leute, wir nicht kämpfen. Ja, einfach hochklettern, mein Junge. So, kriegen wir hier vielleicht ein Flug-Pokémon? Wir gucken nochmal. Kann Smetbo fliegen lernen? Kann Smetbo fliegen?
Oh, es ist geflüchtet. Taubsi, let's go! Donnerwelle, zack, komm, gib mir die Donnerwelle. Gib mir eine Donnerwelle. Zack, Junge. Und gib mir einen Erstauner. Das hat keine Wirkung auf Taubsi, ist Taubsi normal? Komm, Pokéball. Zack, Junge. Weh, du kannst jetzt nicht fliegen, ey. Man schlüpft einfach eigentlich unser Pokémon hier aus, ey. Da erkennt, was da wohl schlüpfen wird. Das wird sicher noch lange dauern? Wie lange soll denn das Schlüpfen da dauern? Hilfe. Und wir brauchen dann auch... Oh, das nächste, was wir brauchen, ist ein fucking Wasser-Pokémon, ey. Aber welches Pokémon schlüpft da nochmal raus? Ich weiß es halt echt nicht mehr, ne? Ich weiß halt wirklich nicht mehr, welches Pokémon da raus schlüpft, ey. Togepi war es auf jeden Fall nicht. Das war ja zweite Gen. Was schlüpft hier aus einem Ei? Als Shaman können wir halt auch mitnehmen. Shaman ist auch cool, aber da fehlen mir dann auch wieder die Slots für. Naja, belassen wir es mal so. Beutel. Wehe, du kannst kein Fliegen lernen, ne? Dann gibt's hier aber was. Ja, Taubsi. Also unsere kleine Taube lernt fliegen. Let's go. Sandwirbel, weg da. Geh mal ins Großmoor. Wir sehen, was da so kommt. Wo ist das Großmoor? Hier oben? Heideburg Großmoor. Achso, ist es die Safari-Zone? Nice. Gut, schauen wir mal rein. Area 1 gehen wir erstmal, ne? Eieiei, ey. Mit dem fucking Zug, ey. Let's go, schauen wir mal. Oh, da liegt auch noch ein Poké. Ja, wir können ja auch noch Items farmen, ne? Okay, Schilderus interessiert uns nicht. Oh, das will ich haben. Let's go, komm, Ball. Ich weiß nicht, soll ich hier einen Köder werfen? Noch ein Ball? Ein wildes, was Pes... Was ist das denn? Was ist das denn für ein Pokémon? Was ist da drin gespawnt? Ein Pescryodon? Okay, wir werfen ihm noch einen Köder, würde ich sagen. Noch ein Ball. Komm. Klar. Wenn wir es hier kriegen, dann muss ich nicht backtracken. Wenn ich es hier kriege, muss ich nicht backtracken, ey. So. Einmal. Werfen wir ihm noch einen Köder. Noch ein Ball. Alter, der snackt sich hier alles weg, was wir haben. Dann noch ein Köder, komm. Noch ein Ball. Eieiei, Knackse, komm jetzt mit. Einmal. Zweimal. Ah. Dann werfen wir wieder einen Köder, von mir aus. Und nächster Ball. Und jetzt komm mit. Oh, es kommt nicht mit. Wir haben jetzt nur noch Pokébälle, komm. Komm schon. Einmal. Oh, wir haben es. Let's go. Aber wir haben niemanden im Chat, den wir danach benennen können, ne? Let's go. Oder ist noch irgendwer dazugekommen? Das wäre natürlich cool, wenn noch irgendwer dazugekommen ist. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es möchte keiner hier. Hey, sehr. Ja, Erik, wir haben dich ja schon benannt. Let's go. Geflohen. Oh, wollte nicht. Ich hole mich hier nicht weiter aus dem... Oh, bin ich jetzt gelandet hier? Ah, da links ist ein Pokéball. Ah, ein Schluckweg. Ich werfe auch mal einen Ball zum Spaß. Ich glaube, sowas lässt sich nicht gut fangen, oder? Nee, komm, gehen wir. Oh, was es hier sonst noch so gibt. Wo sind die hier, die legendären Pokémon? Wurzelfossil. Davon haben wir jetzt drei, ne? Ja, davon haben wir jetzt drei. Oh, Amaldo. Ködern wir den doch mal. Amaldo können wir ja mal mitnehmen, oder? Einfach so zum Spaß. Okay, wir ködern den einfach dreimal an hier. Werfen jetzt noch einen Ball. Ah, die Pokémon sind hier verbuggt, oder? Die fliehen ja nie. Steinkäfer, okay. Wie komme ich jetzt hier? Oh, lol. Oh, ein Kindwurm. Amaldo, Digga. Kindwurm ist auch cool. Ködern wir den auch erstmal an, oder? Coole Pokémon gibt's hier. Oh, komm, Kindwurm. Komm mit jetzt. Komm mit jetzt, Kindwurm. Kindwurm, komm jetzt mit hier. Kindwurm.
Inform, du kommst da jetzt in den Ball rein. Ich halte den Ball gleich zu, wenn du nicht drinne bleibst von selber. Ei. Come on. Nice, Kindwurm gefangen. Nice, könnten wir auch spielen. Wen wollen wir spielen? Den oder Knackrack? Ich finde Knackrack eigentlich cooler. Kuri, Kikugi, Gugumu da wollen wir nicht haben. Und einmal, ja. Oh Lord. Lass mich doch hier raus, ey. So. Und dann gehen wir einfach mal ins nächste Areal, oder? Wie ein Geier, Digga, wie er geiert, wie der, wie die Geier. Oha, wir haben aber gute Pokémon gefangen hier, ne? Ich kann ja sagen. Oh, Staravia. Das Pokémon. Udox wollen wir auch nicht haben. Ich glaube, man findet hier nach einiger Zeit ganz andere Pokémon als an den Tagen zuvor. Ehrlich, ist das hier so eigentlich? Oh, ein Stolos, nice. Hier sind nur die geilsten Pokémon. Oh, ein Hydropi. Hydropi ist auch süß, ne? Was? Wir füttern den jetzt einfach mal mit 100 Ködern zu. Erhöht das die Catch-Chance, die Köder? Weil die fliehen ja alle nicht, ne? Die haben alle keinen Bock zu fliehen, die Pokémon. Oh, das will ich sein. Wie, das willst du sein? Meinst du, wir brauchen noch ein Arc 2 oder was? Okay, wir packen das mal als Arc 2 auf die Bank. Aber wir nehmen es erstmal nicht mit, ja, aber ich benenne es erstmal nach dir. Hydropi ist nice. Nee, Arc 1 wird nicht rausgeworfen, oha. Was soll das denn hier? Nee, wollen wir Arc 1 rauswerfen? Dann brauche ich ja ein neues Elektro-Pokémon, ne? Ich mag Elektro-Pokémon hier gerade aktuell noch. Muskelband. Der tut so weh. Ja, Erik, du tust generell weh, glaube ich, ne? Mein Züchter, so ist es nämlich hier. So, wen haben wir hier? Oh, Togetic. Ja, komm, wir werfen unsere letzten Bälle jetzt hier, damit wir hier rauskommen. Ach, komm, Togetic, keiner mag dich. Vielleicht Erik mag dich, aber sonst mag dich wirklich keiner. Na ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja, dann machen wir das. Giftlock, komm. First try. Giftlock, first try, ich sehe schon. Ha, nee, okay, perfekt. Dann sind wir hier fertig in der Safari-Zone erstmal. Ja, wir brauchen nicht mehr zurückfliegen. Ist jetzt halt nur die Sache, was kann so ein Togetic an Attacken lernen? Kann er Togetic lernen und kann es auch Zertrümmerer und sowas lernen? Ich bräuchte so eine... Hier, wenn das nämlich unsere VM-Hure werden könnte. Guck mal kurz, ob der was er alles so lernen kann. Fangen wir mit Fliegen an. Kann er lernen. Fliegen kann er lernen. Machen wir schon mal. Oder gucken wir mal, ob wir Zertrümmerer und so auch drauf kriegen. Oh. Ja, Zertrümmerer geht auch drauf. Let's go. Oh, und Zerschneider. Geht Zerschneider auch drauf? Ne, Zerschneider geht nicht drauf. Und Stärke? Stärke geht auch nicht drauf. Ah, Stärke geht hier drauf. Ja, nee. Ja, Stärke können wir hier drauf packen. Das bringt uns halt nichts so. Wir kriegen Fliegen und Zertrümmerer auf Togetic und jetzt müssen wir noch für Zerschneider und Stärke Pokémon nehmen. Ich überlege ja, ob ich dann versuche, jedem Pokémon von meinen irgendwie eine Attacke mitzugeben. Wir sollten Hydropi doch spielen. Du hast übrigens recht. Wir sollten Hydropi spielen. Wäre wichtig, schon alleine. Schon alleine aus dem Grund, weil wir eben Pokémon für Surfer brauchen. Aber, oh nee, wir brauchen aber Rotom jetzt in der nächsten Arena. Brauchen Rotom noch in der nächsten Arena, danach nehmen wir Hydropi dafür. So eine Wasserarena, ne? Ja. War das nämlich. So, dann lassen wir hier mal das Wasser ab. Zack. Also ich kenne die Arena 0 noch, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Oh, hier komme ich noch nicht rüber. Okay. Okay, damit senke ich das wieder ab. Das wollen wir nicht. Wir wollen das hier einmal erhöhen. Dann wollen wir es nochmal hochsetzen. Ja, wir schauen mal. Ich glaube hier, ja. Hier, den Kampf müssen wir machen. Ja, nach der Arena hier ist der Zeitpunkt gekommen, Hydropi mitzunehmen, würde ich aber auch sagen. Hier können wir halt mit Donnerblitz alles one-shotten in der Arena noch, ne? Das ist halt schon funny. Und dann gehen wir halt auch Surfer halt auch dem Hydropi. Das würde richtig gut passen für uns. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ja, nehmen wir mal den Kampf hier noch mit. So, wir fluten halt hier die ganze Arena, ne? Echt schrecklich hier.
Oh, Thunderblitz hat gut gewirkt. Sehr schön. Mal ein bisschen Geld mitgenommen. Also sollen wir hier echt die ganzen Kämpfe machen, ey? Kann man die aber auch avoiden, ist die Frage. Naja, egal. Wir haben noch genug AP-Punkte auf unserem Rotom hier. 10 Stück jetzt noch. Ich hoffe, wir müssen nicht noch einen Kampf in der Arena machen. Level 30. Let's go. Gegen den Angler hier müssen wir nicht spielen. Denken wir das Wasser nochmal ab und wir gucken, ob wir da irgendwie rüberkommen. Der wäre total useless, oder? Ja, das ist echt total useless. Da können wir jetzt irgendwie das hier auch absenken. Einmal, zack, einmal lang gehen. Eieiei. Frage, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ist das richtig, was ich hier tue? Egal, komm. Machen wir den hier auch noch fertig. Ich dachte, Schalellos ist auch Typ Boden. Ich dachte jetzt nicht, dass ich hier unbedingt wirklich angreifen kann. Sehr gut so. Sehr, sehr gut. Let's go. Ich überlege, ob ich dann halt Stärke oder sowas dann auch noch auf unserem Hydrofi packe und dann, keine Ahnung, gucke, wo Zerschneider drauf kann. Klacker kann bestimmt Zerschneider lernen. Ja, jetzt gehen wir zum Arena-Leiter. Sehr schön. So, Marius hieß er, ne? Zack. Einer raus von Leiter Marinus. Ne, Marinus, okay. Gyarados, hello. Machen wir einen Donnerblitz drüber, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen hier auch bald heute Schluss, ne? Ich würde sagen, wir machen hier die Arena noch, ändern unser Pokémon-Team ab. Machen wir heute, würde ich sagen, auch Schluss. Ist ja schon 7:30, ich sehe das gerade. Ist ja schon wieder 2 Stunden live. Ja, ich muss auch leider für eine Arbeit lernen. Ich schreibe Mittwoch eine Arbeit in der Schule. Fange jetzt halt an. Hier geht, glaube ich, Donnerblitz nicht, weil es Typ Boden ist. Ich will es auch mal testen. Ja, okay, es geht wirklich nicht. Unheilböen, let's go. Wie kannst du nur? Ja, Erik, ich weiß auch nicht, wie ich nur kann. Eieiei, hier ist schon wieder was los, ey. Erik, mein Guter. Nee, ich muss leider wirklich noch für die Arbeit lernen. Geht so um Tarifverträge und so ein Kram. Und Betriebsratwahlen und. Arbeitsgerichte und so weiter. Das ist halt viel auswendig gelernt, ne? Und ich denke, wenn ich halt 2 Tage ein bisschen Zeit investiere, bin ich da halt relativ fit drin, ne? Der halt einfach nicht wirft, dass ich da in meiner Ausbildung halt irgendwie, ja, das waste sozusagen. Ich würde sagen, wir adjusten schon mal hier unser Team. Wie wir es jetzt mitnehmen wollen. Dann gucken wir mal, wer auch was lernen kann. So, Hydropi mit. Einmal hierfür, zack. Hat er noch ein Item gehabt? Ja, Glücksloch hat er noch, nice. Haben wir kein Item, perfekt. So, Beute. Wer kann jetzt was lernen, ist die Frage. Zertrümmerer kann jetzt unsere neue hier, ne? Ja, okay. Kann schon Zertrümmerer. Jetzt müssen wir gucken. Zerschneider. Wo geht die Wild Zerschneider drauf? Auf Achse geht Zerschneider auf jeden Fall drauf. Machen wir, glaube ich, auch, oder? 2 Drachenattacken und eine Bodenattacke. Vielleicht so Erdbeben und 2 Drachenattacken und Zerschneider. Ja, das nehmen wir mal weg kurz. Also das können wir später noch ändern wieder, ne? Stärke, so. Wo packen wir Stärke drauf halt? Auf Hydropi, oder? Ich glaube... Oh, Hydropi kann aber auch Bodenattacken lernen. Schwierig. Aber machen wir trotzdem. Müssen ja unsere VM-Attacken irgendwo auf alle drauf packen. So. Achso, wir müssen vielleicht auch noch unsere Pokémon hier. Bauen uns hier unten auch mal wieder unsere Pokémon rein. So. Ach ne, wir haben geheilt. Sehr schön, ich habe geheilt. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier erstmal für heute. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr alle so in einer großen Menge da wart. Wir können ja mal gucken, wen wir vielleicht noch raiden können heute. Oh, der gute Systax streamt. Ich würde sagen, wir gehen noch rüber und raiden den guten Systax. Und hören dann hier für heute auf. Ja, Leute, vielen lieben Dank, wie gesagt, dass ihr heute wieder so viele wart. Auch wenn viele im Lurk waren. Ich kenne euch ja. Vielen lieben Dank an Erik, vielen lieben Dank an Ark, dass ihr beide so aktiv im Chat wart. Hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Ja, dann würde ich einfach sagen, Leute, bis zum nächsten Stream. Schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.